So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Moin. Wir sind leider mehr geworden. Hallo. Wir haben uns Vinzenz eingeladen als Experten, der unsere mangelnde Ahnung hoffentlich ein bisschen... Ja, für Social Deduction und Pick-up and Deliver Spiele. Ja. Ich dachte, du deckst die Stichspiele ab. Und verdeckte Kommunikation und so, habe ich gehört. Mm. Essen steht vor der Tür. Yes, sehr und gut. Wir haben ja, also wir freuen uns sehr, es sind ja noch so ungefähr 4 Wochen, bis die Messe losgeht. Und wir sind Gott sei Dank in einer glücklichen Lage, und ihr dadurch auch, dass wir schon viele Spiele auswählen konnten, euch darüber erzählen werden. Und wir machen jetzt hier unsere, nicht wirklich, also Vorfreude, mehr so eine, es interessiert mich. Diese Spiele möchte ich wirklich gerne auswählen, da bin ich wirklich super neugierig drauf, so eine Liste. Ja, viele Highlights sind ja einfach auch schon auf dem Tisch gewesen. Genau. Das ist ja auch das Fiese. Aber es gibt ja trotzdem noch, wie viele Spiele hast du gerade gesagt? 876 sind ja bis jetzt auf BGG in so der Hauptliste. Die Spiel24-App übrigens ist jetzt da und aktualisiert mit den Hallenplänen, die man auch sehen kann. Und da werden jetzt auch die Neuheiten hinzugefügt. Das heißt, da könnt ihr auch schon anfangen, die Sachen zu markieren. Da sind nochmal andere Sachen drin, die auf BGG noch fehlen. Du hast sowieso noch irgendwelche Quellen. Kommst also mit, ich habe hier noch dieses Spiel und ich so, welches? Da bleibt also... Aber wir sind jetzt schon bei locker 1000 Titeln, die für die Messe offiziell, dass sie da sind, drauf sind. Da sind noch Demos aber auch so dabei. Alles mögliche, genau. Die haben wir jetzt tatsächlich auch Spiele für 25, für 26. Richtig. Die haben wir versucht, glaube ich, auszunehmen, wobei Verschiebungen immer sein können. Man weiß es nicht. Aber genau. Wir werden auf jeden Fall noch eine Menge Content machen. Also natürlich, wenn jetzt so ein bisschen die richtig krassen Hype-Spiele, die wahrscheinlich gerade überall auftauchen, teilweise drin sein, teilweise fehlen. Wir werden aber halt noch auf jeden Fall ein Video so eine Woche vor der Spiel machen, wo wir einfach über alle Spiele, die wir vorher schon auf dem Tisch hatten, reden, damit ihr einfach wisst, okay, das sind so die Erfahrungswerte, die wir hatten, die können wir euch empfehlen oder vielleicht weniger empfehlen. Oder bei der Anzahl vielleicht 2 Videos. Ja, gucken wir mal. Wir ein langes Video. Wir werden natürlich noch irgendwie ein Video machen, so, das sind die besten Experten-Spiele, die ihr euch angucken müsst. Das sind die Top 25 Highlight-Video. Wenn wir Zeit haben, werden wir uns vielleicht noch die besten Koop-Spiele oder Solo-Spiele angucken. Und ja, also wir werden bestimmt noch mal, Karl, wir jetzt schon die ganze Liste durchgehen. Das haben wir in den letzten Jahren mal versucht. Schön, jeden Abend 2 Stunden. In 3 Videos sind wir immer so ein Viertel ungefähr durchgegangen. Da könnt ihr auch gerne reingucken, weil natürlich sind wir jetzt in so einem Status, wo wir uns diese Liste zig mal angucken. Durch alle 800 Titel bin ich jetzt irgendwie schon 6 Mal durch und gucke immer wieder irgendwelche anderen Spiele an. Also wir werden einfach mal gucken, was da so die spannenden Titel sind. Aber jetzt fangen wir erstmal mit den Geschichten an, die wir wirklich interessant und spannend finden. Ja, und der Horror, sich ja auf 5 darunter ziehen zu müssen. Wir haben auch dafür gesorgt, dass wir keine Überschneidung haben. Das sollte man auch dazu sagen. Das heißt, ihr bekommt jetzt hier... Es hätte eine gegeben. Ansonsten haben wir immer schon vorgebaut, so, ja, das weiß ich, wer das hat, Dann auch eine Überschneidung gewesen. Wir hatten beide Dungeon Fighter Legacy drin. Nee, Flo, du hattest doch Lone Wolf, Chuhan, jedes zweite Spiel ist ja ein Stichspiel. Es wird noch ein paar Spezialvideos geben. Ich kann es sagen, wenn ihr jetzt hier Medienschaffende seid, ihr wollt schon mal über den Trend berichten von der Spiel 24 Stichspiele. Trick-Taking Games, es gibt Martin Wallace, glaube ich, 3 oder so gefühlt. Ja, und Katzen in Japan. Ja, das sind so die Trendthemen. Dafür wird es nochmal Spezialvideos geben. Boah, da muss ich ja nur einen Tag hinfahren, dieses Jahr. Mit Flo. Also, nachdem wir uns an die goldene Regel gehalten haben, nach 30 Sekunden im Thema zu sein. Immer sofort. Ich starte einfach mal mit meinem ersten Titel und ich habe mich für Toriki, The Castaway Island, entschieden. Ich sage gleich dazu, ich habe nicht extrem darauf geachtet, wie und was auf Deutsch und auf Englisch verfügbar ist. Das ist für einige wichtig, für andere nicht. Das habe ich ausgesucht aus 2 Gründen. Zum einen. Ich habe nie von gehört. Ja, das ist, kommt bei Lucky Duck Games. Auf den Karten sind noch überall QR-Codes. Und was sagt uns das? Es ist vom Autor von unter anderem Chronicles of Crime, 1400 und so weiter. Das hier ist ein Familienspiel, das eine Kampagne dann haben soll, in dem Teenager gespielt werden, die auf einer Insel stranden, die mit einer Expedition mitgefahren sind. Und dann muss man sich auf der Insel durchschlagen. Es soll eine Kampagne haben, die 6 bis 8 Stunden geht, also wirklich gut zu bewältigen ist. Ich habe mich sonst gar nicht so viel tiefer beschäftigt. Ich habe die QR-Codes gesehen. Ich gehe also davon aus, wir werden hier... Also wir haben hier ein App-gestütztes Spiel auf jeden Fall. Das steht auch weiter unten, wenn du noch ein Stück runter scrollst in dem Bild, das zu sehen ist. Da sieht man dieses Scan and Play. Das ist eben, was ja auch bei Chronicles of Crime ist. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ein gutes Ding ist, auch entweder, dass ich das mit Annika zum Beispiel abends zu zweit, auch nach einem langen Werktag, dass man da eine Runde von spielen kann. Ich hoffe auf eine gute Geschichte. Mal gucken, ne? Ist ein Familienspiel. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir die furchtbarsten und schlimmsten Mumien und Skelette aus dem Keller holen. Aber das könnte einfach gut werden, die Chronicles of Crime, insbesondere die Period Pieces. Haben wir alle Eiler gespielt. Ja, also insbesondere die Period Pieces, wie ich es gerne nenne, 1400, 1900, die Cyberpunk-Variante, die fand ich sehr gut, sehr atmosphärisch. Hier eine Familienvariante davon. Ich bin leider nicht dazu gekommen, das Chronicles, die Kindervariante von Chronicles of Crime zu spielen, also Familienvariante. Die ist ja direkt zu Marcel gewandert. Ich weiß gar nicht, ich muss ihn mal fragen, wie es war.
Das war mit so einem Fantasy-Thema. Genau, also bin ich auf jeden Fall gespannt. Kommt was in die Richtung? Schauen wir mal. Gute so wird's. Umsetzung. Was? Gute App-Umsetzung wahrscheinlich. Gute App-Umsetzung, also genau, Lucky Duck, da bin ich auch guter Dinge, dass das auf der technischen Seite kein Problem darstellt. Genau. Und dann übergebe ich an dich, Vinzenz, deine Premiere, kein Druck. War jetzt auf dem Stream dabei. Dafür wäre das eine elegantere Überleitung. Oder ja, das ist schon spät heute. Ja. Aber es ist ja gleich das Spiel, wo es die Überschneidung gegeben hätte. Vielleicht kannst du auch was sagen dazu. Das erste ist ein reines Zwei-Personen-Spiel von mir mit freundlich positiv in die Zukunft blickendem Artwork von einem bekannten Designer, nämlich von Ode. Mhm. Das ist Suna Valo. Das ist ein von den Game Builders, die jetzt auch, da hatten wir ja schon eine Neuheit auf dem Kanal, Stevens. Mhm. Und als ich mir das durchgelesen habe, ich habe noch kein Regelwerk dazu gesehen von Suna Valo, hat es mich ein bisschen erinnert an diese Stevens-Mechanik, dass man quasi reinbaut und wenn man die aber aktiviert, wenn man eine Karte kauft, dann muss man alle zahlen können. Das hat Stevens zum Beispiel auch, aber viel, viel kleiner. Und bei Suna Valo erinnert es so ein bisschen daran, dass das da wesentlich komplexer aussieht. Mhm. Also sieht aus wie einfach so ein knackiges Zwei-Personen-Spiel mit viel Ressourcenmanagement, halt in diesem Solar-Punk-Thema, das sie haben. Totales Trendthema, ne? Jetzt, also so hat letztes Jahr gefühlt so ein bisschen angefangen und dieses Jahr noch sehr viel stärker. Naja, die hatten ja auch gesellschaftlich auch einfach so. Die hatten letztes Jahr auch ja auch mit Ode, und zwar Planta Nubo. Ja. Mhm. Das hat ja diese Welt schon so ein bisschen aufgemacht. Das ist ja jetzt ja keine, ja, so eine Welt, die halt total abgewrackt aussieht, wo man irgendwie probiert, sich gerade noch so mit einer Batterie und irgendwie so einem Solarmodul noch am Leben zu halten, sondern schon eher ein bisschen farbenfroher das alles und es gibt noch ein bisschen mehr Ressourcen, aber schon irgendwie noch eine anders sich entwickelte Welt. Ja. Ne? Also das ist schon mal das Setting, das ist schon mal ganz interessant, war bei Planta Nubo auch so. Und dann steckt da natürlich, bei Planta Nubo war vor allem natürlich ein mechanisches Spiel, was dahinter steckte. Solarpunk ist natürlich, ne, wir haben ja gerade, es ist halt eines der wichtigen gesellschaftlichen Themen, ist ja Klimawandel, Klimaerwärmung. Und Solarpunk ist auch eher eine Form der Flucht nach vorne in eine optimistische Zukunftsgestaltung, ne? So wie realistisch auch immer das ist. Und ich glaube, das ist deswegen auch, dass wir das Thema viel sehen. Ne? Also selbst Knizias haben ja dieses Thema inzwischen. Das Knizias überhaupt Thema. Ja, die haben schon häufig Thema. Ja, aber. Ja. Mhm. Spannend hier, ne? Leichte Grundregeln, originelles Ressourcenmanagement und enorme Spieltiefe. Ja. Mit was sie es auch ein bisschen bewerben, ist, dass anscheinend dieser Kartenkaufmechanismus, der in so Duellspielen relevant ist, dass der sehr recht innovativ sein soll. Spannend, aber kann ich jetzt wenig dazu sagen, um die Regeln gelesen zu haben. Wird sich aber bald ändern, weil das werden wir auch noch, sobald es irgendwie da ist, wird das zu uns wandern. Also vor der Spielwelt, ihr auf jeden Fall noch Content dazu sehen. Das heißt, das werden wir auch irgendwann in den nächsten 4 Wochen hoffentlich auf den Tisch bringen können. Ich bin sehr neugierig drauf. Und auf was bist du noch neugierig, diese Funktion? Ja, schau ich mal. Ich schau mal, was Ben bei mir hier hat, nachdem wir gerade den kleinen Sprung schon hatten. Spoiler. Gebe ich ihm jetzt erstmal den ersten Schritt. Und zwar, Firefighters on Duty. Kickstarter-Projekt. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob es jetzt zu Spiel rauskommen soll. Oktober 24 soll der Release sein. Also daher, das klingt ja da eigentlich ganz gut, aber das heißt natürlich trotzdem dann nichts. Ne? Also heißt, sie wollen es in diese Richtung probieren. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein Echtzeitspiel. Ich hole mich später wieder. Wann? Kooperativ, wir sind Feuerwehrleute, wir müssen Aufträge erfüllen. Ich frage mich, warum es das nicht schon viel häufiger gibt, einfach solche Echtzeitspiele mit solchen Geschichten. Es gibt irgendwas in die Richtung, das glaube ich auch. Wenn du hier auch nachguckst, der Autor hat zum Beispiel Project Red, und das ist quasi einfach, ne, das ist ja mit Aliens und hier haben wir quasi, ich glaube, ein sehr ähnliches Design, nur dass wir halt Feuerwehrleute spielen, die halt gegen Flammen kämpfen müssen. Also das, ne, der Motor wird vielleicht sehr ähnlich sein, nur das Thema halt allein schon. Ne? Da frage ich mich die ganze Zeit, warum hat man dieses Feuerwehrthema noch nicht häufiger mit Echtzeitspielen gesehen? Und wenn wir das haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein, das würde mich sehr interessieren. Das ist auch so Zombies. Und hoffen wir mal, dass es nach dem Feuerwehreinsatz dann da nicht irgendwie so eine Zombies-Side-Apokalypse auch gibt. Ne? Dann wird es vielleicht nicht schaffen. Sich ausbreiten lassen. Ein bisschen kurios ist halt, wenn man sich einmal das Cover anguckt und auf der anderen Seite das Spielmaterial. Ne? Das Cover sieht sehr martialisch aus, der Feuerwehrmann da vorne oder die Feuerwehrfrau und dann die Flammen drumherum, alles so schmutzig und dann guckt man sich das Material an, das hat so ein bisschen, ich finde, das ist so ein bisschen, ja, Zombie-Side oder ich würde sagen, es könnte auch sein wie so ein Spielwerkstitel. Ja, genau. Ja. Ne, Food Chain Magnet in Farbe. Genau, so ein bisschen bunter, daran dachte ich gerade auch. Ne, könnte es auch sein. Aber das ist heutzutage echt so. Ne? Die Cover sind halt, also das Spiel, das da drin ist, das kann gefühlt jemand per Hand aus dem letzten Baum geschnitzt haben, aber das Cover, ne, das Cover würdest du dir an die Wand hängen, das macht es echt schwierig, wenn man durch Listen durchgeht.
Vorentscheidung. Aber wenn, und wenn ihr jetzt auch sagt, so Firefighter, Feuerwehrleute, war nicht so ein spannendes Thema. Ein Top-Serientipp auf jeden Fall. Feuer und Flamme. Ja. Definitiv gucken in der, ja, ich glaube, ARD-Mediathek. Mhm. Beste Serie der Welt. Mittlerweile in der 9. Staffel oder so. Ja, ich glaube, ich habe die 8. gerade geguckt und wirklich habe, nachdem Flume es gezeigt hat, ich habe alle Staffeln, die es bis dahin gab, in einer Woche durchgeguckt. Wirklich, danach hat man auch Bock nochmal, irgendwie vielleicht doch Feuerwehrmann zu werden. Ja, oder so. Ich hatte kurz gedacht, Feuer zu legen, aber. Nein, das ist auf gar keinen Fall. Das ist ein Spiel, das hätte ich eher bei dir tatsächlich erwartet, so rein instinktiv. Ja, aber auch vorhin, nachdem ich ja diese Serie geguckt habe, habe ich auch, ich habe einfach Bock auf das Thema zu gucken, wie es umgesetzt wurde. Ich weiß, ihr seid nicht so die Echtzeit-Fans davon. Ich fordere mehr Echtzeitspiele. Ja, vergesst diese ganzen Kartenlege, Trick-Taking-Spiele und Partyspiele und sowas. Die Party geht richtig in Stimmung, was wenn die Leute. Das ist doch schon in Echtzeit. Ja, wenn die Leute Echtzeitspiele spielen. Eingeschränkte Kommunikation, Stichspiel mit Echtzeitmechanik. Geil. Ach, das ist wie so eine versalzene Suppe gerade eben, die irgendwie eigentlich lecker sein könnte, aber. Ich habe ein Spiel, bei dem ich davon ausgehe, dass es das zu spielen noch gar nicht gibt, aber auf das ich einfach super, mega, krass neugierig bin, weil ich das Original, das große Vorbild, hat sich irgendwann in den letzten Top 100, glaube ich, auf Platz 2 dann auf einmal geschlichen. Und es gibt jetzt halt eine Star Trek-Umsetzung von Imperium Classic und Horizons. Ja. Da haben wir quasi die gleiche Grundmechanik drin. Das Spiel an sich soll dann schon deutlich anders sein, hat zumindest der Designer geschrieben, weil ich das natürlich an seiner Stelle auch schreiben würde. Es ist nicht derselbe Designer wie bei Imperium, ne? Doch. Oder? Doch, das ist ja schon. Sind, ah, okay, sind die das beiden gleichen Autoren. Okay, und also das Spiel mochte ich halt mechanisch. Hier soll es auch so sein, dass man das Spiel nicht irgendwie so vorantreiben kann durch diese Umstürze, die es gibt, sondern es dauert schon immer seine paar Runden. Aber Spiel, also es hat ja halt diese super gute Grundmechanik, wie ich finde. Dann kannst du halt, ne, man sieht hier, welche Captains man nehmen kann. Man kann Jean-Luc Picard spielen als Deck, man kann Sisko spielen, Michael Burnham, Kolos. The Dahan Master, wie immer das ist, keine Ahnung. Call of the Dahan Master, mein Freund. Hast kein Deep Space Nine und kein Classic geschaut. Das ist einer der Gegenspieler durchaus, der in Classic mal vorkommt. Und also mit Captain Kirk auswendig sich auseinandersetzt. Damals noch ohne Stirnwülste. Und der kommt als einer der drei alten Klingonen vor, die Jadzia Dex kennen und mit ihr noch unter anderem auf letzte Missionen gehen. Und der im Dominion-Krieg seinen wirklich ehrenvollen... egal. Aber ich meine, hier schreiben er kennt Worf. Die Erweiterung schreibt sich auch von allein. Ich meine, Kirk fehlt da, Janeway fehlt da. Genau, vor allen Dingen, weil du guckst und Sela kriegst du noch zusammen. Das ist halt die Romulanerin, ne? Die natürlich, Halbtochter von Tasha Yar. Und aber bei Frülek Schran, da bin ich erst in Straucheln gekommen und das lag daran, dass ich Enterprise gerade erst mit Annika zusammen tatsächlich gucke. Ah. Das ist ein andorianischer Captain, der wiederholt auftritt in der Star Trek Enterprise, der Serie, bevor es in den Winterschlaf ging für Star Trek, Anfang der 2000er. Den musste ich aber nachgucken. Wenn ihr mehr von diesen Geschichten hören wollt, zu allen Themen des Universums, dann schreibt mal unter das Video Top 100 Karl drunter. Ja? Lass uns mal ein paar einzelne Karten. Hier ist, finde ich, schon mal gut, sie haben gelernt, das ist nur für 1 bis 2 Personen, weil Imperium war ja auch für 1 bis 4, ja, das nett, wollte genau. Man jetzt nicht wirklich einfach... Mehr gerne ein Video zu... Nein. Das will keiner mit mir spielen. Hier sieht man ja so ein paar Karten drauf, da sieht man jetzt sicher nicht so viel, welche Planeten. Hier liegt was auf dem Gesicht. das ist Call of the Dahan Master. Genau, sehe ich auch in die Augen. Hier sieht man auch noch so ein paar Leute, also ich bin einfach, ne, mit Star Trek groß geworden, früher nach der Schule nach Hause, 14 Uhr, Star Trek Next Generation, alles geguckt. Da musste man vorher erst noch, Jack lief da irgendwie, der Rest, das interessiert mich nicht, amerikanische Navy, genau, ist egal, geh weg. Während Corona habe ich dann komplett Deep Space Nine geguckt, weil ich habe nur die ersten beiden Staffeln geguckt und das geht ja danach eigentlich erst richtig los. Ja. Und wie gesagt, das wird es, ich gehe davon aus, auf das Spiel geben, dass man sich das angucken kann, spielen kann. Ich spiele ja normal gar keine Spiele auf das Spiel, weil ich da einfach gar keine Zeit für habe und auch zu durch bin. Wenn ich da die Chance habe, mich da irgendwie hinzusetzen und da mal irgendwie das anspielen zu können, beziehungsweise einmal kurz erklären lassen kann, so einen kleinen Überblick bekommen kann, dann werde ich das auf jeden Fall machen, weil da habe ich echt Bock drauf. Also ich mochte Imperium auch sehr, habe es jetzt auch schon wieder länger nicht gespielt und das einfach mit dem Thema super. Also cool. Mir hat der Imperium nicht so gut gefallen, obwohl ich anerkannt habe, dass es ein sehr gutes Spiel ist. Also ich wusste genau, dass es ein sehr gutes Spiel, das nur mir persönlich nicht so gefällt. Ich werde das hier auf jeden Fall nochmal riskieren. Mhm. Ja. Aber spielt man jetzt einen Captain oder spielt man ein Schiff? Ja, man spielt ein Deck. Also man hat ein Deck und das ist dann mit diesem Captain und mit bestimmten Karten da drin. So viel weiß ich schon. Und dann die Karten, die dann da ausliegen, ist dann eher so die Planeten, zu denen man geht und so weiter. Zu den Regeln ist halt, also ich hatte, als ich das letzte Mal vor Monaten geguckt habe, da war da noch nicht extrem viel. Aber so funktioniert das ungefähr. Und ich kann mir vorstellen, dass du später, wenn weitere Erweiterungen kommen, weiß ich nicht, ob das dann alles immer ein Deck ist, so wie Atlantis oder die Arthurianer und so weiter in Imperium. Oder ob du sogar, wenn du 2 Föderationskapitäne hast, was durchtauschen kannst, keine Ahnung. Genau, steht hier auch 2024. Ich habe gehört, es soll Q4 2024 kommen. Da wäre ja Oktober quasi schon drin. Aber
eher Richtung Weihnachten, denn vielleicht wird es auch ein 2025er Release, aber das ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich mich richtig drauf freue und mal gespannt bin, wie gut das dann wird. Und es gibt noch keinen offiziellen deutschen Verlag, aber es gibt vielleicht einen Verlag spezialisiert auf Lokalisierungen, der schon ein bisschen geteasert hat, dass das wohl auf Deutsch kommen wird. Hm? Oh, wer hat das denn geteasert? Ich meine, wenn sie es so erzählt haben, können wir es auch hier erzählen. Es ist kalt. Es ist kalt, ah ja, okay. Ich verstehe. Feuerland, das ist sehr kalt. Feuerland. Wahrscheinlich. Das stimmt. Das ist sehr kalt. Feuerland, ja. Karl. So, ich bin schon wieder dran und bei mir ist auf Platz 2, jetzt kommt der große Brecher, der jetzt keine große Überraschung ist, nämlich Andromeda's Edge. Ich habe Dwellings of Eldervale gespielt. Ich war das, also das war grundsätzlich auch sehr gut. Das hat auch, ne, das machte auch was her. Die Asymmetrie der Fraktion war cool. Ich fand den Kampf halt nicht gut. Der war mir zu swingy für das, was du in dem Spiel alles machst. Und ich weiß auch, dass ich in einer Partie habe einfach nullmal gewonnen und ich hatte in zumindest den meisten der Gefechte, auch das weiß ich noch, geht nicht im Stream nachgucken, ich weiß, dass man das rausfinden kann, bin ich der Meinung, ich hatte eigentlich immer die höhere Wahrscheinlichkeit, aber ich habe nicht einen einzigen Kampf gewonnen. Ging Steffen in einer Partie auch so, ja, trotzdem in der Haushoch gewonnen, ja, oder ohne einmal oder so gewonnen. Ja, das ist schön. Der Mann ist auch Spiel des Jahres Jurymitglied, der weiß, wie man Spiele spielt. Die Catch-up-Mechanismus, das war nicht so, na, also, weil es auch an bestimmten Stellen dann, es ist ja wichtig, manchmal Kämpfe zu gewinnen, um dieses Gebiet zu kontrollieren, und es kann da schon Ketteneffekte haben, wenn du nie was gewinnst. Und jetzt hoffst du, dass das hier... Hier soll unter anderem der Kampf sich verändert haben, verbessert haben, also das Grundgerüst der Regeln ist schon dasselbe, aber es sind schon viele Sachen verändert, auch wo die Schwerpunkte liegen, da wo die Asymmetrien der Fraktionen liegen, soll ein bisschen anders sein. Der Kampf ist auch geändert worden. Ich habe dazu unter anderem gelesen, dass halt es jetzt so ist, wenn du mehr Truppen im Kampf hast, kriegst du irgendwie Rerolls, und das kann natürlich schon ein mitigierender Faktor sein. Es wird trotzdem so sein, dass man komplett nie gewinnt, aber es ist halt viel seltener. Ja, auch langweilig. Und tatsächlich, also wer jetzt vielleicht auch das, den Vorgänger noch nicht gespielt hat, das Interessante beim Spiel war ja, also bei Drains of Elderway, wo das ja quasi jetzt drauf basiert, ist ja, es war ein Worker-Placement-Spiel im Grunde seines Herzens. Ich dachte, du sagst jetzt die Geräusche. Das würde ich gleich sagen, die Soundbases. Das kommt gleich. Das Interessante war ja, man halt dann die Worker-Placement-Spots und hat da quasi seine Arbeiter draufgesetzt und Aktionen gemacht, und dann konnte man sich halt immer Karten holen, wo man quasi, wenn man seine Arbeiter wiedergeholt hat, hat man halt so einen Rückzug gemacht, wo man auch mal tolle Aktionen triggern konnte, und dann konnte man noch ein bisschen kämpfen, hat irgendwelche ganz viele Dinge, Area-Control-Geschichten, so für Leisten, auf denen man hochgegangen ist, das hatte so ein Teilweise, da hat man auch gefühlt, man wäre in so einem Eurogame, auf diesen Leisten also vorgesehen. Also genau, ein gutes Eurogame mit einem Ami-Trash-Faktor. Genau, mit diesem Fantasy-Thema drin, ja. Und hier haben wir das Ganze jetzt halt im Weltall, das soll jetzt ein bisschen direkter sein. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass dieses Spiel auch wenn es gestreamt hat, dass ich sehe hier nirgendwo irgendwelche Soundbases. Diese Soundbases, wo du einfach diese Monster-Geräusche gemacht hast, wenn man sie hingestellt hat. Noch ein Pluspunkt. Wenn man auf den Tisch gehauen, dann haben die auch gehört. Karl kam an und meinte, Ben, das mit den Soundbases, das musst du ausmachen. Das klingt, im Video. Im Chat klingt das echt gruselig. Und dann meine ich, Karl, komm mal. Und das klang halt genauso. Das klingt vielleicht auch furchtbar. Aber es ist so wie ne, mein beliebtes Beispiel, Hofbräu aus München. Wenn man da sitzt und denkt sich, Glaskapelle, hör mal auf. Und hört sie auf und denkt sich, irgendwas fehlt. Ist jetzt schon ruhig, ne? Ohne Soundbases hätte ich es, glaube ich, nicht so gut. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob diese Soundbases nicht aus einem Kaugummi-Automaten kommen. Vielleicht? Ich kenne keinen Kaugummi-Automaten, der mir Soundbases gibt. Aber so von der Qualität her, wie sie mich angehört haben. Ne? Das war schon hart, ja. Aber gut, das war schon wieder hart. Zu. Genau, aber Andromeda's Edge, das kommt auf Deutsch bei Frosted raus. Das wird also auch auf, sie werden es wahrscheinlich auf Deutsch schon da, ich weiß nicht genau, wann es kommt, aber da steht die deutsche Version auf jeden Fall kommen. Oder auch genau. Guckt mal Frosted-Video, ich glaube, bei der deutschen Version gemacht. Nicht ganz sicher, ist auf jeden Fall für dieses Jahr angekündigt als neuer. Genau, das Spannende ist ja auch, es ist ja der Nachfolger von Dwellings of Eldervale, ja. Und die kommen ja beide dieses Jahr raus, bei unterschiedlichen Verlagen. Mhm. Und also ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich würde da vielleicht erst abwarten. Man und kauft dann, eins von den beiden. Und dann vielleicht auch die neuere Version. Wo kommt Dwellings raus? Kommt bei in so einem Gravitationsverlag raus. Unsere Videos sind auch immer kleine Tests. Ja. Frag mich bitte nichts. Genau, das war Karls genau. Platz 4 quasi. Andromeda's Edge. Dass ich bei Vincent das nächste richtige Spiel drin habe. Wir springen von der fiktiven Zukunft in die harte, realistische, recherchierte Vergangenheit. Frühes Mittelalter. War auch schon auf dem Kanal. Du hast mir eine andere Reihenfolge geschickt. Da haben wir das ja anteasert. Zum Glück war es der gleiche Spoiler. Wir haben nicht noch mehr verraten. Ja, und ich mogel ein bisschen, weil das hatten wir ja schon auf dem Kanal. Zumindest einen Prototypen. Genau, aber ich bin mir sehr sicher, das wird kommen. Also die letzte Information, die ich habe, ist, dass Ende September an die Vorbesteller ausgeliefert wird. Also es gab auch ein Crowdfunding bei der Spieloffensive. Und das kommt bei einem Verlag, der ist das erste Spiel von denen, Seekhoff Games, aber das ist im Endeffekt Peter Eggert und Uli Blennemann. Und das Carolini, also ein Spiel, das mir am Herzen liegt, weil ich das Frankenreich als Zeit sehr gern mag. Ich habe da auch mal
an der Uni ein paar Vorlesungen besucht. Ich habe gehört, die Karolinger haben ein bisschen Einfluss auf die deutsche Geschichte gehabt. Ja. Auf die europäische. Auf die europäische Geschichte, Entschuldigung. Haben, ja. Aber was ist das in seinem Herzen? Eigentlich ein Cube-Pusher. So ein ganz klassischer, wenn man da auch drauf schaut, viel Holzmaterial. Man baut ein Tableau und auf diesem Tableau, also wir sind die Enkel Karls des Großen, die Kinder Ludwigs des Frommen. Und du hast mich schon. Ja, du solltest mal spielen, weil da ist nicht so viel Zufall drin. Würden manche Menschen sagen, andere würden sagen, ist da sehr viel Zufall drin, da scheiden sich die Geister. Aber das ist ein ganz interessanter Mix und das ist, der Autor ist Sebastian Freudenberg und der hat, glaube ich, auch zu frühmittelalterlicher Ökonomie promoviert. Und das merkt man im Spiel an. Also früher war das ein viel komplexeres Spiel und zusammen mit dem zweiten Autor Christoph Kanzler haben sie das so eingedampft. Ein Spiel, das jetzt relativ elegante Regeln hat. Also wir haben das ja auch gespielt und wir haben es erklärt. So die Grundversion. Ich war relativ schnell drin. Eine Stunde haben wir dann schon relativ viel vom Spiel gespielt gehabt. Wir haben es nicht komplett fertig gespielt. Stimmt, ja, das ist danach da, ne? Nach der letzten Spiel. Genau. Und das fand ich relativ elegant. Vor allem für 2 bis 6 Spielende. Und ich glaube, es skaliert relativ gut. Dahingehend, es sind mehrere Spielmodi auch drin. Also wir haben die Einsteigerversion gespielt, wo wir schon alle Pfalzen haben. Es gibt eine Erweiterungsversion, wo man sich erstmal die Pfalzen bauen muss. Und es gibt eine semi-kooperative Variante, wo man sagt, wir sind ja alle Karolinger, das heißt, wir haben auch eine Verantwortung für das Reich. Also auch wenn wir uns behaken, können wir trotzdem schauen, okay, wie geht's dem Gesamtreich? Das ist dann die semi-kooperative Variante, das ist dann auch thematisch relativ gut eingebettet. Ich habe sie nicht gespielt, ich weiß nicht, wie gut sie ist. Aber das hat also ein sehr klassisches Gefühl als Spiel. Und das, was es so besonders macht, ist so ein Schicksalsrad. Also wir haben im Endeffekt Aktionen, die können wir auch verbessern in dem Spiel. Und dann haben wir pro Runde 2 und werfen die einen Sack und dann ziehen wir sie raus. Und in der Reihenfolge, wie sie rausgezogen werden, kommen noch die Spielenden an die Reihe, wann sie ihre Aktionen ausführen. Und das kann man zufällig finden, aber es ist halt auch so ein bisschen die Mitigation, die man im Spiel hat. Dass man sagt, okay, wenn ich halt unbedingt marschieren und kämpfen in einer Runde will, muss ich auch das Glück haben. Wenn ich Pech habe, ziehe ich halt kämpfen vor marschieren, dann sind meine Truppen nicht da, wo sie kämpfen wollen würden. Das Klemosager-Problem. Auf einer anderen Ebene, aber ja. Ja. Wie man manchmal Verbindungen zwischen sehr unterschiedlichen Spielen herstellen kann. Aber dann kann man natürlich auch sagen, ja, wieso machst du denn das die Runde? Mhm. Der Plan ist halt so, dass du diese Runde nur marschierst und nächste Runde kämpfst. Wodurch du dann aber als anderer Spieler die Gelegenheit hast, vielleicht eher mehr zu reagieren und dich gegen... Wir sind gespannt. Okay, Karolingia, also ja. Ein sehr, sehr geschichtsträchtiges und auch schon so ein historisch für historisch Interessierter auf jeden Fall. Ne? Es gibt auch ein historisches Beiheft natürlich dann von dem Autor. Ich glaube, es wird das nur eine kleine Auflage geben. Ich vermute, das ist eine 500er oder 1000er Auflage, so typisch. Aber die wird halt ausgeliefert und dann wird Spielwerks, werden sie am Stand haben, vermute ich mal. Und dann verkaufen sie so lange, bis sie nicht mehr gibt, und dann ist es wahrscheinlich auch verkauft. Übrigens, wir reden ja auch immer über Double Layer und dass es modern ist. Und man sieht ja hier gerade auch auf dem Bild, wie leicht das eigentlich geht. Man kann ja auch einfach Löcher lassen. Das liegt ja eh auf dem Tisch. Und ich denke mir gerade so, warum hat man da eigentlich die ganze Zeit noch nicht dran gedacht? Dass man einfach, man stanzt ja eh die ganze Zeit was aus. Warum nicht das, was man rausstanzt, ist das, was wegkommt und ein Problem gelöst? Wo die Double Layer im Stanzbogen waren. Das heißt, wir haben ein Double Layer Board ausgestanzt. Ja. Es geht, also scheint nicht so schwer zu sein. Genau. Also fällt mir, also eine kleine Sache, die mir gerade noch aufgefallen ist. Aber einige historische Spiele drauf, die zumindest interessant aussehen oder klingen. Ich habe noch eins gesehen zum dritten Kreuzzug. Das habe ich jetzt nicht dazu genommen. 2026 angekündigt. Ja, ich weiß, ne? Deswegen hat es ja noch nichts zu suchen, aber es klang auch faszinierend zumindest. Ja, und wenn ihr da ein Let's Play zu sehen wollt, wir haben das schon gespielt und ich glaube, wir sind nicht ganz durch, um eine Partie oder so. Wir haben 3 Zeitalter gespielt. Also man spielt ja Jahre und es können, glaube ich, 6 Jahre sein. Es gibt ja auch so unterschiedliche Siegbedingungen, die wir haben. Und wir haben dann, glaube ich, nach dem 3. von 4 möglichen Jahren in der Einsteigerpartie aufgehört. Genau, wir haben es auch noch für den ganzen Zeitraum. Da muss es dann weiterschicken und es ist manchmal schwierig, viele Spiele auf einmal zu spielen. Aber da merkt man, glaube ich, schon, was für ein Gefühl das Spiel hat. Genau, also wenn ihr ein historisches Spiel interessiert seid, dann könnte ich das mal angucken. Nach Feuer? Wie steigerst du das jetzt noch? Das interessiert mich jetzt. Das frage mich auch, wie ich das noch steigern möchte. Am besten mit? Mit, ja. Mit. Ah, oder wollen wir auf jeden Fall kein Feuer haben. 1980 Sixtina, das ist der Bau der Sixtinischen Kapelle in Rom. Und zwar ist es wieder ein Looping-Game. Das heißt, es sind wieder diese kleinen Schachteln. Nee, nicht die Bau 1980 der Sixtinischen Kapelle, so, oder? Es ist wieder die Renovierung. Die Renovierung, also die Restaurierung. Die Sixtine, genau. Die Sixtinische Kapelle 1980 herzustellen, wäre ein bisschen komisch. Du solltest nicht so viel Civilization spielen. Ja. Denn solltest du dich beeilen. Also auf jeden Fall ist es ein Looping-Game und die machen immer so kleinen Schachteln historische Themen.
historische Themen könnte dich auch wieder interessieren. Es ist halt nur, ist gerade nicht so mittel. Ja, wo das war ja, der Bau war dann schon wieder. Wann war denn der Bau der Sixtinischen Kapelle? Das finden wir raus. Die Renovierung auf jeden Fall fand 1980 statt. Michelangelo hat doch die Decken gemalt. Das muss Renaissance sein. Ja, genau. Ah, jetzt sehen wir weiter. Genau. Ich werfe einfach mal was dazwischen, was mir dann einfällt. 2 bis 4 Personen können hier das Spiel spielen. Und das ist quasi auch wieder so der klassische Rahmen, den wir von den Looping Games auch so kennen. Ne? Wir haben da ja schon... Also sie ist gerade beschlossen. Okay, wegen Renovierung wahrscheinlich. Weil es so spät ist. Oder was so spät ist. Was? Wir hatten ja schon San Francisco, das Erdbeben. Mhm. Da weiß ich jetzt die Zahl auch gerade nicht, aber es war irgendwann im... 1904, glaube ich, oder so. Also wir hatten 1920, glaube ich, das war das im Cotton Club. Mhm. Ne, das war so diese Jazzbar und Schmugger, Flüsterkneipenszene. 1998 ISS. Genau, richtig. Mhm. Dann haben wir immer noch das Lumière von denen, was wir auf jeden Fall spielen wollen. Das ist... Von der letzten Spiel, das müssen wir auch noch spielen. Genau, in 19... das erste Kino war. Auch relativ 12 cool. Oder 1920. Naja, auf jeden Fall nehmen sich historische Themen und arbeiten die mit kleinen Eurogames, wobei die kleinen Eurogames nur klein auf die physische Größe runter zu reduzieren sind. Und das Spiel selbst, was dahinter steckt, ist meistens einfach ein mittelkomplexes Kenner-Eurogame, was ab und zu auch wirklich richtig schöne Kniffe noch mit drin hat und manchmal transportiert es einfach nur viel Stimmung. Ja, das sieht immer relativ sehr cool aus auch. Ne? Also mit den Bildern von der Sixtinischen Kapelle da, die du wahrscheinlich immer weiter wiederherstellst. Ja, genau. Das sieht schon sehr cool aus. Und um die Gelegenheit zu nutzen, zwischen 1475 und 1483 erbaut, also in weniger als 10 Jahren, nimm das Kölner Dom. Ja, steht hier. Bezieht sich auf Paul Sixtus den 6. übrigens. Und jetzt ist wieder die Frage, wie können wir das wieder mit dem Frankenreich in Verbindung bringen, so zeittechnisch. Aber das klären wir in einem anderen Video wahrscheinlich, wo wir den historischen Hintergrund unserer Spiele auf den... Die dann nachher noch weitergebaut haben. Sie wurde halt bloß eingeweiht. Also mein nächstes, von denen haben wir schon einige Spiele gespielt. Ich kann die auch wirklich empfehlen. Viele haben ja immer diese Tiny Epic Reihe auf dem Schirm, aber die sind auch, die haben auch für so kleine Schachtel 4 Spiele drin und die ich gespielt habe, waren bisher mindestens alle gut. Und wenn man halt das Thema mag und das in einem guten Spiel umgesetzt haben möchte, ist es eigentlich immer eine ganz gute Empfehlung. Ja. Mein nächstes Spiel ist eigentlich eins, was ich nicht, die Art dieser Spiele wollte ich nicht in dieses Video nehmen, nämlich einfach so Neuauflagen, nächste Version von Spielen, die wir schon kennen, weil ich dachte, man will ja so die ganzen irgendwie tollen, wirklich interessanten Spiele haben, aber auch ich wollte einfach die Spiele, auf die ich mich wirklich richtig freue, hier reinnehmen. Und ich fand es halt wirklich richtig, richtig gut und ich freue mich wirklich sehr auf den nächsten Teil davon. Er hat es doch getan. Dorfromantik Sakura. Ich glaube sogar, meine Mama freut sich noch mehr darauf als ich, denn die hat es ja auch, also ich habe es ja alleine durchgespielt vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren fast, als ich krank war eine Woche. Dann habe ich ja noch mal mit Karl angefangen, das durchzuspielen. Ich spiele es, glaube ich, gerade mit Annika. Ich bin bei 26, das ist eines meiner meistgespielten Spiele überhaupt. Genau. Und regelmäßig, ich ärgere mich am Ende eigentlich immer, weil ich werde in diesem Spiel einfach nicht besser. Und es ist wirklich so. Also diese 300 Punkte. Ne? Technisch gesehen müsstest du in dem Spiel ja immer, du hast ja immer mehr Gelegenheiten, Punkte zu machen. Du hast aber auch immer mehr schöne Teile, die nur Randteile, also nur Gras markieren. Haben. Ja. Und dann, wenn du dann auch noch diese 7er, du denkst am Anfang ja, wenn du denkst, oh, du kriegst jetzt mehr Aufträge, jetzt hast du noch die 7er Aufträge, ja, das ist ja eine höhere Chance, am Anfang einen höheren Auftrag zu ziehen. Und natürlich sind diese 7er Teile ja auch die nur in eine Richtung rausgehen, also Sackgassen und Was findet man daran so schön, dass man die Erweiterung oder die neue, das ist ja keine Erweiterung, sondern das ist ein Standalone, ne? Ja, Standalone. Dass man sich darauf freut. Ne, du kannst, also das Schöne war ja, das alte Spiel konntest du ja quasi spielen und warst dann durch damit. Und dann dachte ich, warum soll ich es mal wieder spielen? Aber wenn du es also 2-3 Monate wieder rausgebracht hast, war es eigentlich wieder ein neues Spiel. Du bist dann schon besser geworden. Und also viele Partien, wirklich alles frei zu spielen. Und wenn du die höheren Karten freischalten, dann irgendwie mit so und so lange Bahnstrecke, irgendwie 11-12 Teile, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, plus so und so viele Punkte machen und so. Das heißt, du musst darauf Partien ausrichten. Und das ist jetzt ein Thema, wo du sagen würdest... Also ich freue mich einfach, weil das wird ja das gleiche Grundprinzip sein, also die Grundmechanik wird gleich sein, nur sie werden natürlich ein paar neue Kniffe reinbauen, natürlich neue Boxen, wo andere Sachen drin sind, die du freischaltest, und das einfach nochmal halt wieder durchzuspielen, wieder zu leben, freue ich mich drauf, auch wenn ich sage, eigentlich immer eher nicht so Fan davon bin, wenn man so altbekannte Konzepte irgendwie nochmal noch wieder aufbaut, aber ich fand dieses Spiel einfach so schön, so rund, so gemütlich, und ich sage vor allen Dingen so ein bisschen für meine Mama, weil die hat das auch durchgespielt mit meinem Onkel und jeweils Anhang, und dann hieß es auch hinterher so, ja, was spielen wir jetzt? Was ist denn so ähnlich? Und ich habe da extra ein Video für gemacht, aber es gab halt nichts, was so wirklich so dieses Feeling hatte, wo ja auch viele Leute sagen, es ist ein reines Solospiel.
meine Mama glaubt nicht, dass man dieses Spiel mit weniger als 4 Leuten spielen kann, da wirklich Spaß und haben kann, weil es halt so viel Spaß macht. Also in der dafür passenden Runde und auch Leute immer sagen so, ja, das ist ja irgendwie kein Spiel, man kann nicht verlieren und so. Wie ja Karl gerade schon sagte, ihr seht ja hier diesen Score-Track. Warum ärgere ich mich dann immer? Genau, also wenn man das schafft, diesen Score, diesen Highscore da regelmäßig zu erreichen, kann man das vielleicht sagen, aber steckt schon auch eine Menge Spiel drin und es macht einfach sehr viel Spaß und ich freue, also es ist ja auch bei der Pegasus Pressetag, ich hoffe, dass wir es da schon mal anspielen können. Sie haben ja nichts verraten. Also ne, Robin, der ist zuständig bei Pegasus, nee. Nicht Robin, Peter. Ich bin immer noch durcheinander. Peter, ich weiß nicht, wie ich Robin, Entschuldigung. Peter von Pegasus. Ich wollte es mir noch über die Alliteration merken. Ich und Namen, egal. Auf jeden Fall, ne, er hat gesagt, es sind halt neue Kniffe drin, die werden in diesen Boxen stecken, in Form der Spezialkarten, Spezialplättchen und so weiter. Aber noch haben sie nichts verraten, aber ich hoffe sehr und ich gehe davon aus, dass wir nach dem Pressetag mehr wissen. Der eine verwechselt den Namen der Presseleute, der andere baut die Sixtinische Kapelle 1980. Also daher, das passiert halt mal. Aber gibt es das denn als quasi Computerspiel auch, das Sakura, oder ist das jetzt eigens für das Brettspiel gemacht? Das ist, wenn dann kein Job, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich für das... du meinst das Digitale? Ja, ob es ein Digitales... Das Digitale hat mehrere Grafiksets auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es ein asiatisches hat, was das ja am Ende wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier eine Eigenentwicklung ist. Ich besitze das Digitale aber tatsächlich auch nicht. Ich habe ja das Analoge. Genau. Aber da gibt es mehrere Grafiksets. Ich glaube vor allen Dingen aber Jahreszeiten zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ist immer ein Spin-off von einem Spiel des Jahres, das auch gut laufen wird und sich auch, wenn nicht ganz genauso gut verkaufen wird, aber schon auch sehr, weil das erste hat einfach sehr viele Fans und spricht halt auch so viele Leute außerhalb der Bubble an. Und deswegen bin ich auch sehr froh darüber, dass es da nochmal eine Fortsetzung von gibt. Über Dorfromantik-Produkte reden wir wahrscheinlich auch in 5 Jahren noch. Wahrscheinlich. Ja. Ich warte ja noch auf dann, also Duell gibt's ja schon. Das Roll and Ride, das Würfelspiel, das Kartenspiel, das Plättchenlegespiel. Das Plättchenlegespiel? Ja, ja. Das Crossover mit Andor. Ne. Anderer Verlag, aber... Crossover mit Magic. Oh. Ich hatte gehofft. Anderer Verlag, aber... Karl, dein nächstes Spiel. Mein nächstes Spiel ist... jetzt muss ich ganz kurz in meinem Gedächtnis kramen. Genau. Und zwar Undaunted Callisto 2200 oder diese 3 Wörter in einer anderen Reihenfolge. Das ist ja auch insofern kein komplett neues Spiel, als dass es ja auch Teil einer Reihe ist, nämlich der... Undaunted-Reihe, Überraschung. Wie viele Undaunted-Spiele gibt es? 6 oder 7. Okay. Ja. Ich habe jetzt auch am Wochenende gelernt, dass eine, das Reinforcement, soll einen Solo-Modus reinbringen. Und der Solo-Modus soll so gut sein, dass du es eigentlich dann auch, also die Kampagne so super damit durchspielen kannst, weil du einfach, du brauchst keinen Mitspieler mehr und du kriegst halt eher auf den Tisch. Und er soll wirklich Spaß machen. In den anderen Undaunteds. Genau. Aber eher auf den Tisch ist natürlich schon eine Ansage, weil Undaunted ist ja eigentlich auch ein Spiel, das man häufig zu zweit spielt. Das sind nur für 2. Ja, 2, also 1 bis 4 jetzt bei dem. Ich weiß nicht, ob die anderen festgelegter sind. Genau, und Undaunted, das wollten wir immer schon mal irgendwie auf den Tisch bringen, um das zu spielen. Das ist ja eigentlich was viele Checkboxen so von Beschreibung her abhakt, wo wir denken, das würde uns Spaß machen. Das Thema war immer so, was es so ein bisschen nach hinten geschoben hat. Nicht, dass ich jetzt wirklich, also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, das Zweite Weltkriegsspiel zu spielen. Commandos, das Computerspiel, wer es kennt, Grüße an alle, die in den 90ern schon gespielt haben. Das war großartig. Das ist hervorragend, da ist es ja auch so, dass man unterwegs ist oder andere Spiele, die lange Zeit, das ist immer noch initiiert. genau, das ist jetzt nicht das Ding, aber jetzt mit einem Science-Fiction-Thema auf den Tisch zu bringen, die beiden Fraktionen, da kommt auch gleich die Asymmetrie aus dem Thema so raus, ne, sind ja denn die Minenarbeiter gegen die Corporation-Vertreter, die dann auch asymmetrisch sind. Das ist eben ein Spiel, wo ich sehr gespannt bin, gerade darauf, das wirklich zu zweit Head-to-Head zu spielen. Ich habe mich mit den Regeln noch gar nicht so tiefgehend beschäftigt. Es ist halt ein Skirmisher, der nicht so kompliziert sein soll. Die Asymmetrie kommt zum Beispiel schon daher, dass du natürlich als die Corporation, du hast halt erstmal richtige Sicherheitsmacs. Richtig, du hast diese fetten Macs und die anderen haben dann später diese gerickten Bergbaumaschinen, genau, die sie irgendwann rausholen. Genau, siehst du hier zum Beispiel auf den Bildern, die haben halt zum Beispiel so einen Bohrer. Ja, genau. Das ist natürlich cool gegen so einen Militär-Mac. Also, vielleicht. Ich bin da sehr gespannt, ich hoffe auch immer, ich finde ja auch immer gut Asymmetrie. Ja, schon geil. Ja, also es sieht auch schon, also ich finde, es macht auch was her. Baust du damit so einen Militär-Mac an oder... Oder ist das einfach nur so ein großer Schild, der vorher fährt? Witzig wäre es auch, wenn es durch bestimmte Sachen, vielleicht durch irgendwelche Wände, die es auf der Karte gibt, einfach dir Wege freilegen könnte. Ja. Nee, bin ich sehr gespannt drauf. Thema ist einfach cool, spricht mich durchaus an. So, es hat so ein bisschen so ein Dead Space-Vibe, ohne dass es jetzt ein Horror-Thema ist. Ja, mich hat es ein bisschen an, also ohne ganz so abgespielt zu sein, zumindest von dem, dass man diese Max hat und alles in 40k erinnert. Also kartengetrieben. Ich weiß, was du meinst, Was ich gehört habe, was sich ein bisschen ändert mechanisch, ist, dass jetzt so Geländeunterschiede dazukommen, was es vorher nicht gab. Das ist die Startfelder. Das ist ein Startfeld. Ich habe nur einmal ein Unboxing gesehen und so den Aufbau der ersten
des ersten Szenarios und allein wie sie erklärt haben, was man da alles aufbauen muss und wie diese Teams aufgeteilt werden, das klang für mich schon sehr fiddlig. Das ist das eine so ein bisschen, weil du für jedes Szenario stellst du das Kartendeck zusammen für jede Fraktion. Mhm. Und dann gibt es ja so ABC-Versionen, das sieht man da, ne? Das sind irgendwie die Ripper, die Nailgunner, wo das ABC dran steht. Das heißt, und danach stellst du das zusammen und bestimmte Karten sind drin oder sind nicht drin. Das ist richtig, das muss man einmal zusammenstellen. Aber andererseits, also bis man ein Unbewusstes auf den Tisch gepackt hat, da packst du auf jeden Fall genauso viele Komponenten irgendwo hin. Das geht schon. Ich glaube, dass das schon gehen wird. Und die Undaunted-Reihe soll ja dann schon sehr zugänglich eigentlich sein, habe ich zumindest immer gehört, was das Spielerische angeht. Ja, könnt ihr auch ein Video zu sehen. Erster Teil mit Marcel mal gespielt, vor 4-5 Jahren, als es rausgekommen ist. Seitdem war es leider nicht wieder auf dem Tisch. Aber ich glaube, ich habe noch eine Version zu Hause, die wir theoretisch mal spielen können, aber vielleicht wird es ja auch einfach die hier. Ich würde jetzt auf die warten einfach und dann, weil mich da das Thema noch mehr abholt als jetzt das Weltkriegsthema. Das wäre auch der eine Punkt, der mich reinziehen würde, wäre das Thema. Das finde ich verträglicher als die bisherigen Undaunted. Genau. Und Mr. Max. Auch ganz schön cool. Apropos verträgliches Thema. Das machen wir übrigens immer so. Apropos plus Thema. Letzte zwei. Du bist jetzt wieder zurück in die Zukunft gesprungen. Ich springe jetzt noch weiter zurück in die Vergangenheit. Und man will ja auf seiner Liste auch 1 Euro haben. Will man? Auf jeden Fall. Ich will schon 1 Euro haben. Und ich hätte es lustig gefunden. Erwähnt von einer Person, die dieses Jahr scheinbar super viele Spiele rausbringt. Mhm. Das ist jetzt keins seiner Stichspiele. Denn er ist ja bekannt für seine interaktiven Euros. Hm. Und in die Schiene geht das auch. Es ist Eterna von dem guten alten Martin Wallace. Soll bei Ares Games erscheinen. Und wir sehen schon, um was geht es? Das noch ältere Römische Reich. Ist historisch jetzt nicht so akkurat, weil wir machen einen riesigen Zeitsprung über die gesamte Zeit von der Gründung Roms bis zum Ende des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert. Oder Anfang 6. Was machen wir hier? Wir spielen ein interaktives Euro, ist kein Worker Placement, sondern was so die Hauptmechaniken sind. Und das ist ja, also Martin Wallace hat grandiose Spiele gemacht, und Buzz Birmingham hat auch Kürze gemacht. Aber das meiste, was immer aus seinen Spielen ist, dass die immer ein bisschen interaktiver sind als, als andere Euros, wie zum Beispiel. Das ist kein Bash of the Revolution, aber das fühlt sich für mich sehr Multiplayer-Solitär an. Und das sind die Martin Wallace-Spiele eigentlich nie. Das Spiel ist getrieben durch einen Draft-Mechanismus. Am Anfang einer Runde, also wir spielen 3 Äras. Überraschung, weil wir haben das quasi Rom als Königreich, am Anfang dann die Römische Republik und dann das Römische Kaiserreich. Das sind die 3 Abschnitte. Und in diesen Abschnitten können wir halt Provinzen, die quasi damals schon Rom umfasst haben, halt dann in der Ära erkunden, die Gebäude bauen, die zu der Zeit waren. Und das unterscheidet sich dann immer. Zugleich haben wir auch noch Karten auslegen, die halt historische Persönlichkeiten dieser Zeit waren. Mhm. So halt die ersten Könige und dann im spätrömischen Reich zum Beispiel auch mal die Frau, die für in dem Mausoleum von Ravenna beerdigt ist. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Schon mehr in sich groß. Aber nur wenig mehr. Ja. Genau. Aber es kommt zum Beispiel auch Spartakus vor. Wenn man ihn zieht. Das ist der Solo-Modus dann. Aber was man so mechanisch macht dann in diesen 3 Äras, ist halt, man draftet erstmal Karten von Provinzen oder Gebäuden, die man später bauen kann. Die geben einem auch Fähigkeiten. Und dann der Kern ist aber eigentlich, dass man dann so eine Aktionszeit hat und dann spielt man um Einfluss auf diese Hügel. Und das, so wie ich es bisher gehört habe, ist ziemlich faszinierend, weil du willst eigentlich schon Chef von Hügel sein. Also deine Bürger da reinspielen und wer die Mehrheit am Bürger hat, ist am Ende der Präfekt des Hügels oder so. Also die verschiedenen Hügel auf den Rom. Genau, die 7 Hügel. Ja. Je nachdem, wie viel Spielende mitspielen, hat unterschiedlich viele Hügel. Hat Rom weniger Hügel, die zugänglich sind. Und wenn man aber gewinnt, dann ist das grundsätzlich gut. Man kriegt da Boni, man kann auch die Boni verbessern, wenn man die Gebäude drauf baut. Das Problem ist aber, die anderen spielen da halt auch Bürger rein und die überbevölkerten Hügel, die sind eigentlich nicht gut. Okay. Weil da gibt es dann, ähnlich wie in Cordoba, so Unrest. Und der Unrest kann so weit führen, dass du sogar am Ende nicht mal in der Wertung für den Spielsieg dabei bist, wenn du so viel Unrest hast. Und das ist dann immer das Abwägen, was man, glaube ich, hat, weil die ersten Bürger, die man noch reinspielt, die kosten auch Ressourcen. Ab dem 3. Bürger ist eigentlich gratis, da kannst du dann noch Bürger reinschieben, wenn du halt möchtest. Und dieses Abwägen, dieses Interaktive zwischen diesen Wertungen, wenn man auch die Unrest quasi triggert, gibt es weniger Punkte für den restlichen Wertungen, dann ist einfach der Hügel schlechter für den Rest des Spiels. Wie das alles zusammenhängt, keine Ahnung, aber es wirkt auf jeden Fall sehr interaktiv, dieses Abwägen zwischen den ganzen Mechanismen. Also ich muss mal sagen, die Euros, die du so raussuchst, auch so Geschichten wie zum Beispiel Virtu oder auch das, bei Cordoba weiß ich nicht genau, aber
Du suchst da schon welche raus, die immer irgendwie ein bisschen anders sind als diese typischen, ich tausche 5 verschiedene Ressourcen in 2 verschiedene Zahlen um, um dann auf dieser Leiste 2 Schritte hochzugehen, dafür eine Ressource zu bekommen, dafür was anderes zu machen und am Ende mehr SP oder PP oder irgendeine andere Formulierung für sie. Meinst du das, was du gerade beschaffst? Ich weiß nicht, wovon du redest, aber es ist halt einfach so. Oder du beschreibst es nur so gut, dass es dann so wirkt, aber wollte ich mal loswerden. Genau. Wollte ich mal beides. Also genau, das ist halt kein Worker-Placement-Spiel, hat man dann auch so abwägen, zum Beispiel kann man die Bürger, entweder man setzt sie halt auf diese Hügel ein oder man schickt sie zum Beispiel in die Provinzen und dann sind sie eine Ressource. Also es wechselt da auch ein bisschen. Er hat halt ein paar andere Sachen, die jetzt nicht das ganz traditionelle Eurogame machen, sondern eher so ein Martin-Wallace-Touch. Ob ja, das ist deutsch gut oder so schlecht. Oh, ich weiß nicht. Kannst du mal kurz nachgucken? Geh mal auf Versions dann. Immer Publisher haben wir. Du kannst auch auf Versions klicken. Niemanden hier. Okay, dann wird es auch noch nicht stehen. Ja. Aber ich weiß, es soll, ist vorbestellbar, soll November, Dezember kommen. Also es wird es wahrscheinlich auf der Messe dann auf Englisch gehen. Mhm. Übrigens auch ein Funfact, ich habe neulich gelernt, der Spartakus auf Stand war auch deswegen so erfolgreich, weil sie erst gesagt haben, das sind nur Sklaven, da können wir jetzt nicht unsere geile Armee hinschicken, dann werten wir dir voll auf und so, das kriegen wir schon so irgendwie hin mit irgendwie anderen Truppen und dann haben sie gemerkt, so, ja, müssen wir doch. Klassisches. So, apropos Truppen und Aufstände. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Truppen und Aufstände, also, die haben wir hier sicherlich nicht. Ja? Hier geht es um Energieversorgung. Nee, bei der Apple-Serie auf dem Mond, da schon Kalter Krieg auch auf dem Mond. Okay. Da waren die Russen vor den Amerikanern auf dem Mond. Und Glory of Mankind oder so ähnlich. For All Mankind. For All Mankind. Ja. Dass die beiden auch noch Zeit haben, sowas zu gucken. Großartig. Also, geguckt habe ich die nicht, ich kenne nur die. Vor 20 Jahren ungefähr ist Funkenschlag, glaube ich, rausgekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche, von Friedemann Friese. Funkenschlag hat mittlerweile 2, 3, 4, 68 Karten bekommen. Es ist mal schön, wenn man im Spielladen steht und mal wieder sich mal anguckt, was es für Karten gibt. Von Nordrhein-Westfalen über Niederlande, über Australien und so. Ja, ja, wirklich Bremen, ne? Jetzt zum Schluss. Naja, auf jeden Fall. Zum Schluss? Das ist halt Bundesliga-typisch halt. Habe ich gerade mit Bremen und mit assoziiert, aber nein. Ich war doch auch lange für Bremen. In welcher Liga spielt Braunschweig? Ja, oh Gott, das letzte Spiel. Naja, die kommen wieder. Und Bremen drücken wir auch den Daumen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, wo war ich gerade? Ich wollte sagen, genau, im Outpost. Und zwar, irgendwie hat Funkenschlag auch was mit Outpost zu tun gehabt. Es war, also Outpost ist ein Spiel, das ist vor Funkenschlag da gewesen. Ja. Und ich weiß nicht wirklich viel über dieses Spiel, nur dass halt Friedemann Friese von diesem Spiel sehr inspiriert war. Genau. Und deswegen halt Funkenschlag so Anleihen daran hat und man Ideen davon wiederfindet. Aber du hast auch Outpost, hast du auch nie gespielt. Das war lange vor meiner Spielerzeit. Okay. Und ich leider auch noch nicht. Ich guck mal kurz hier in die Röhren Runde. Ich weiß nur, dass Friedemann Friese eben auch zu Outpost gesagt hat, das war seine Zeit weit voraus. Okay. Ja, okay. Und jetzt macht er quasi den Schluss. Jetzt verbindet er Funkenschlag mit Outpost. Das heißt, wir besiedeln den Mond in dem Sinne davon, dass wir da halt unser Netzwerk irgendwie bauen. Das Ganze ist für, ich glaube, 2 bis 6 Personen, also wieder die übliche große Anzahl, mit dem wir halt die Funkenschlag-Spiele immer spielen können. Ansonsten, ja, außer dass wir ein Netzwerk aufbauen. Weiß nicht, ob das hier war. Keine Ahnung. Okay, ja. Inhaltlich kann ich euch gar nicht mehr dazu erzählen, aber ich weiß auch nicht, ob es da mehr Inhalt gibt, außer dass wir da halt jetzt, ne, also soll halt nicht nur Netzwerk bauen sein, sondern ich glaube, irgendwie Gebäude können wir auch noch aufbauen. Du musst den Mond halt noch zusätzlich auch erstmal irgendwie erschließen. So ja, ja, genau. Genau. Gibt, ich glaube, dass man die Verbindung vielleicht dann selbst auch baut. So einen Schritt noch mal dazu. Gucken. Ne? Ja. Ich muss sagen, ich habe noch nie Funkenschlag gespielt. Was? Abbruch, Abbruch. Deswegen war das auch auf meiner so erweiterten Liste. Und ich muss auch sagen, ich finde das Thema, ich baue halt ungern Atomkraftwerke in Deutschland, finde ich da besser. Ja, ja. Dann sollst du die Frankreich-Karte nicht spielen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da baust du nur Atomkraftwerke. Ja, ja, also die Karten haben ja alle immer ihre Spezialregeln. Genau, super schön. Also das ist halt auch das Spannende daran. Ne? Jeder, der Funkenschlag mag und den Grundmechanismus, das hat ja eigentlich, das Grundfunkenschlag hat ja 2 Systeme. Einmal diesen Ersteigungsmechanismus mit dem Kraftwerk und das andere ist dann das Bauen. Und diesen Ersteigungsmechanismus hat er ja nochmal rausgezogen aus dem, da gab es noch dieses extra Spezial-Funkenschlag, wo es nur mit dem Ersteigungsmechanismus gab. Mhm. Ne? Und dann gibt es ja noch zig Versionen einfach von dem Grundfunkenschlagspiel. Ne? Ja, und also vor allen Dingen der Mechanismus des Decks, ne? Ja, die Sachen reinkommen ja und dann genau mit dem Sortieren innerhalb der offenliegenden Karten. Sehr, sehr, ja. Also regeltechnisch ein bisschen sperrig, könnte man sagen, aber dafür mechanisch halt auch sehr gut. Ein Connoisseur erkennt da viele Sachen, wo man wirklich sagt, okay, das schätze ich daran, dass das jetzt so funktioniert. Genau so ein Versteigerungsmechanismus. Ne? Und genauso ist das mit den Karten auch. Bei den Karten gibt es Punkte, wo man sich sehr in Sackgassen rein manövrieren kann. Man kann auch feststellen, ich mache dieselbe Taktik, die in Frankreich geklappt hat. Das klappt bestimmt hier in China auch.
Wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Dafür hat man eine ganz neue Herausforderung. Das ist schon geil. Und diese Karten sind auch gar nicht so teuer. Die kosten manchmal dann nur so 8 Euro, 10 nee, Euro irgendwie. Ne? Günstig. So dass man da wirklich neuen Spielgefühl sich wieder reinholen kann. Das ist ja ein Standalone-Spiel, wenn ich das so richtig weiß. Mhm. Oder ist das nur eine Karte? Das nee, ist ein Standalone-Spiel. Nee, ne? Genau, richtig. Ja, okay. Dann habe ich, glaube ich, jetzt sogar, ich weiß nicht, ob ich das mal gesehen habe, was es kosten soll. Aber bin ich sehr gespannt. Friedemann Friese steht immer für Spiele irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn. Ne? Das ist meistens irgendeine coole, interessante neue Idee. Drin. Genau, nur manchmal machen sie halt spielerisch keinen Spaß und keinen Sinn und manchmal machen sie auch spielerisch richtig, richtig. Ich habe leider jetzt Fischen war ein Kandidat für diese Liste von Friedemann Friese. Das habe ich nicht drin jetzt, doch, haha. Aber das ist nämlich auch von Friedemann Friese. Das ist ja so ein kleineres Kartenspiel und das im letzten Jahr habe ich überhaupt nicht gescheckt. Also ich weiß nicht, was dieses FTW, keine Ahnung, fand ich auch irgendwie nicht, auch nach 8 Partien habe ich es nicht gekriegt. Aber hier, das ist quasi ein Stichspiel, kombiniert mit einem Deckbau. Ja, Stichspiel ist das Thema. Du würdest nicht dran vorbeikommen. Es wird auf der Nachspiel einen Stichspieltag speziell geben, da wo Flo dann nicht da ist. Wird die Stichspielwoche. Deckbau mit Stichspiel kombiniert klingt erstmal pauschal gut und mal gucken, wie das dann so wird. Weiß ich noch nicht viel von. Werden wir aber auch genau wie Funkenschlag Outpost von der Spiel mitnehmen und euch dann auf jeden Fall sehr schnell zeigen können. Das hier dauert halt schon so 40 bis 60 Minuten. Erst ab 3 Personen soll es 4 am besten sein, wo auch immer man das schon weiß. Aber das werde ich mir, jetzt hast du noch einiges mit mir schmuggelt, aber da freue ich mich so ein bisschen. Jetzt schmuggeln wir auch noch alle ins Rack. Ne? Das genau. Habe ich nicht vorbereitet. Aber, ab wo reinschmuggeln, ich habe auch noch, ich habe jetzt auch noch was Historisches reingeschmuggelt. Ja. Es gibt ja so ein Trendspiel seit anderthalb Jahren, das sich ja auch mit so Zeiten der deutschen Geschichte auseinandersetzt. Ja. Und Friedrich Ebert. Ja. Ne? Weimar ist ja so, also Friedrich Ebert war so ein bisschen auch so in die Zeit rein quasi. Und der Rote Kaiser. Genau, der Rote Kaiser. Und Weimar haben wir jetzt ja auch schon gespielt, angespielt, auch nur ein bisschen. Und ich habe schon gemerkt, das ist, glaube ich, echt ein gutes Spiel. Aber wir haben schon gemerkt, dass wir da bis 8 Uhr morgens dran gespielt hätten. Wir haben auch erst sehr spät angefangen, aber es das dauert einfach halt sehr, sehr lange. Zum Beispiel für Unterrichtseinheiten. Genau, es gibt eben auch gerade so eine Kampagne, wo es heißt, hey, ne, Weimar, auch so ein wichtiges Spiel, das sollen wir irgendwie in die Schulen bringen und dass Lehrer das irgendwie lernen sollen und so. Ist halt ein bisschen schwierig, weil allein dieses Spiel zu erklären, dauert schon eine Stunde, wenn ich das mit Leuten spiele, die sonst nicht viel spielen und keine die noch ein bisschen jünger sind und dann, wie will ich das spielen, irgendwie eine Stunde im Unterricht, dann alles abbauen, fotografieren und weitermachen, ist halt nicht so easy, glaube ich. Und Friedrich Ebert habe ich mir auf der BerlinCon, ich habe es leider nicht ausprobieren können, aber auch so kurz mal erklärt, auch ich habe Leute gefragt, die es gespielt haben, wie es so war und die meinen, ja, eigentlich schon ganz gut, weil es ist halt auch so voll kooperativ, wir spielen alle gemeinsam, wir haben verschiedene Szenarien, es gibt 4 verschiedene Szenarien, Zeitabschnitte, 4 Kapitel da, 4 sozusagen, Kapitel, die du durchspielst, die man spielen die kann, die sich halt auch wirklich mit Friedrich Ebert auseinandersetzen. Endet ja, glaube ich, auch mit seinem Tod, glaube ich. Wahrscheinlich würde er bei dem Spiel passen, auf jeden Fall. In dem, und eine so eine Session dauert halt auch 45 Minuten. Das heißt, wenn man ein Spiel sucht, das die Zeit abbildet und man was für den Unterricht sucht, dann wäre vielleicht Friedrich Ebert das bessere Spiel. Das ist gerade in der Post zu uns. Das wird also im Laufe dieser Woche ankommen. Das heißt, ihr werdet sehr wahrscheinlich nächste Woche hier auf dem Kanal sehen. Aber das Spiel hat jetzt nicht den Grund, Tendenz gehabt, einen edukativen Charakter zu haben, oder? Sondern das ist eigentlich erstmal, oder würdet ihr sagen, doch, schon, das ist ja? Schon, das Spiel soll auch schon über Zeit informieren. Und wenn man es so ein bisschen durchgeht, man wird dabei feststellen, auch unter anderem, weil man das da ja tut in der Funktion, was für Policies umgesetzt wurden, also was politisch umgesetzt wurde. Viele Sachen, die wir heute als sehr wichtige Dinge erachten, Stichwort Arbeitszeitgesetze und so weiter, finden ja in der Zeit irgendwo ihren Anfang. Ich gucke dich an, du bist von unserem historisch wahrscheinlich bewandertsten. Und es könnte auch so ein bisschen einem zeigen und vielleicht auch ein bisschen, was die Bildung angeht, die Mahnung erheben, dass es eben nicht eine reine Frage dessen ist, man muss nur die richtigen Sachen machen, die für die Bevölkerung gut ist, dass das vielleicht nicht allein die Dinge sind, die den Populismus zwingend aufhalten, weil vieles davon ist heute. Also ich finde, sie sitzt bestimmt die ganze Zeit schon so, ja, redet jetzt, will ich sagen, wie es wirklich war. Nee, würde ich gar nicht sagen. Also was ich halt auf Basis des Spiels, was ich davon gesehen habe, halt sagen kann, ist, dass schon sehr viel Text auf diesen Karten steht, der einfach Infotext ist. Zum Beispiel, wenn man den Kieler Soldatenaufstand hat oder Matrosenaufstand, dann ist da halt quasi der Anschrieb der Matrosen an Friedrich Ebert dann. Okay. Und sagt so mit der Bitte, hey, das sind unsere Forderungen, hilf uns jetzt. Mhm. Und dann kann man halt die Entscheidung treffen, kooperativ, okay, helfen wir jetzt den Matrosen. Und dann gibt es so eine Art, ist quasi oft gemacht wie ein Buch, man hat so ein kleines Ständerchen, auf dem sind nummerierte Karten. Und dann steht halt drauf, okay, wenn wir jetzt die Ressourcen, die wir dafür haben, irgendwie politisches Kapital vielleicht da einsetzen, um mit denen uns gut zu stellen, uns dafür einzusetzen, dann passiert irgendwas. Und das kann eben nach Szenario dann positiv oder negativ sein. Und so wie ich es verstanden habe, halt so wie es dann auch geschichtlich ausgegangen ist. Mhm. Man sagt, okay, der Matrosenaufstand ging glimpflich aus und dann kriegt man halt wieder ressourcenpolitische, die man dann wieder einsetzen kann, um seine Baustellen abzuarbeiten, weil es eben so unterschiedliche Decks gibt. Ich glaube, 3 oder 4, je nachdem an welcher politischen Problemstelle oder welchen politischen Thema, die sich halt jeweils widmen, mit denen wir uns halt beschäftigen müssen.
Und dann haben wir immer politisches Kapital, politische Ressourcen, die wir dafür einsetzen können oder nicht. Das ist ja spannend, ne? Die Zeit und dann halt die Zeit. Dass es halt nicht so lange dauert. Keine 8 Stunden sondern dauert. Keine 8 Stunden dauert, keine 3 Stunden. Dementsprechend ist es auch nicht ganz so mega krass komplex. Und ich glaube, das kann einfach gut spielen, um sich eben mit der Zeit auseinanderzusetzen und eben auch zu gucken, ne, wo steckt da so mechanisch hinter. Ne? Dieses Kooperative mag ich natürlich auch mal sehr in solchen Spielen. Besser als in Weimar, wo man irgendwie gegeneinander spielt. Also Weimar wird, glaube ich, ein gutes Spiel sein, viele Fans. Aber mich hat das nicht ganz so abgeholt aufgrund der Länge von. Ich weiß einfach, das kommt, weil man braucht genau 4 Leute. Das heißt, ich weiß schon, das wird einfach bei mir nicht oft auf dem Tisch landen. Weimar versucht aber auch was anderes rüberzubringen. Da ist ja der Kampf um die Demokratie und hier ist es ja kooperativ aus einer Perspektive. Das heißt, diese extremen Seiten sieht man wahrscheinlich bei Friedrich Ebert halt nur aus der Perspektive, dass ich sie abarbeiten muss. Mhm. Bei Weimar hast du ja in den Rollen wirklich das, dass du da dagegen spielst, wirklich als die KPD oder die DNVP. Oder auch vielleicht gar nicht so sehr dagegen spielst, genau. Jetzt was so dein Ziel ist auf jeden Fall. Aber bei Weimar ja auch viel drin. Ja, und dann, dann sind wir ja schon beim Silbertreppchen angekommen. Sind wir schon beim Silbertreppchen. Und wir gehen mal hier wieder weg aus der etwas deprimierenden und dann vielleicht auch ein bisschen runterholenden Realität und der Historie, gerade an diesen schweren Koststellen. Wir gehen mal wieder schön in die Fantasy, in ein Zwei-Personen-Spiel, in dem man sich auch auf die Mütze gibt. Und da haben sich genau die zwei Ironwood. Bösen. Ne? Genau. Die zwei Bösen sind einfach beide gut. Haben unterschiedliche Ansichten und wollen die jetzt klären. Und genau. Ironwood ist ein kartengetriebenes, asymmetrisches, pures Zwei-Personen-Spiel. Soll auch solo spielbar sein, wobei ich schon gehört habe, dass das tatsächlich dann nicht ganz perfekt sein soll, zumindest was ich gehört habe. Kann man sich dann anschauen, Spartakus. Wir haben halt diese zwei Fraktionen, die einen, die wirklich über ein Kartendeck funktionieren, die nie den gleichen Raum einnehmen, weil die einen sitzen halt im Wald auf der Karte. Ich muss mal schauen, ob es da ein Bild vielleicht auch von der Karte tatsächlich gibt. Also das ist jetzt kein reines Kartenspiel, sondern da liegt eine Karte auf dem Tisch aus mit halt Bergregionen und mit Waldregionen. Genau hier ist das zu sehen. Und das ist sehr viel Artwork. Die eine Fraktion ist eben immer im Wald, die andere sitzt auf den Bergen und die einen wollen halt Schmieden perfekt, errichten. Dann brauchen sie ja nie irgendwelche Dispute auszutragen, wenn die einen immer im Wald sind. Es kann leider doch zum Kampf kommen, aber auf jeden Fall, die einen wollen halt dann diese Schmieden errichten, die anderen wollen irgendwelche Truthahn aus den äußeren Wäldern in die inneren transportieren und dann da irgendwie sichern. Wer das zuerst schafft, hat halt das Spiel gewonnen. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich mag so kartengetriebene Spiele. Area Control ist da ja so ein bisschen drin, wo man sich gegenseitig behaken kann. Und die Asymmetrie drückt sich halt auch in dem Material aus. Und das finde ich ganz cool. Das Spiel heißt ja Ironwood. Und die eine Fraktion, da sind halt die ganzen Marker und Sachen für das Spiel aus Metall. Und bei der anderen Fraktion, wer möchte auflösen? Genau, Plastik. Plastik. Nee, ist aus Holz und das wäre auch geil. Das immer so draufstreuen, wie Häufchen machen. Je nachdem, wie groß die, muss die Burg selber wirklich bauen. So. Genau, so Origami gefaltete. Genau, Origami, genau, ja. Musst du aber selbst falten. Mhm. Genau, und man sieht, das ist jetzt gar nicht so weit jetzt auch von einem Undaunted weg, ne? Ein Spiel, wo man sich vor allen Dingen zu zweit hinsetzen kann, wo man dann mit asymmetrischen Fraktionen gegeneinander ermittelt, wer der Beste sozusagen ist. 30 bis 60 Minuten ist auch eine angenehme Spielzeit, wenn es das wirklich schafft. Ich bin gespannt. Wenn man es kann, bestimmt. Und wenn man nicht mit mir spielt. So, dieses Jahr kam Last Lights raus oder letztes Jahr? Das haben wir so beide gespielt. Ne? Zwei Personen. Achso, ja, klar. Zwei Personen, ne? Da hat man nur dasselbe Kartendeck, von dem man zieht, aber das man ist hat sogar auch ein bisschen Area Control und. Viertel bis halbe Stunde ist das sogar. Das ist ja wichtig. Wie hat dir das so gefallen? Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Also ich fand, das hat auch zu zweit gut funktioniert. Das war allerdings, man muss da auch, dadurch, dass es so kurz ist, 2 oder 3 Partien spielen und dann so ein Best of 3 machen, weil das schon, ne, da ist ja immer so eine Abschätzung. Was hat der andere? Du weißt so ja, die Hälfte der Karten, die der andere hat. Du nicht irgendwas dazu? Nee, du hast irgendwie, Quatsch, du ziehst die Karte und packst die Karte rein und die ist dann noch die. Oder genau, da kannst du Kampfpunkte mit generieren, dann kannst du später nicht mehr spielen und da musst du halt abschätzen, wann du die Mehrheit auf dem Plan haben willst. Genau, und das kombiniert mit diesem Mehrheitensystem, das dann Punkte generiert. Genau, aber das spielte sich ja super flüssig runter auch. Ja. Sehr schnell. Da wird das hier schon größer sein, ein bisschen länger, ein bisschen tiefer gehen. Ne? Und. Ja, da wird schon ein bisschen mehr dahinter sein, ne? Das stimmt. Also die haben auch dieses Astra gemacht, das war auch ein bisschen seichter, aber. Ja, ich habe schon gehört, dass der Bot, mit dem du solltest ja solo spielen können, der kann dann beide Fraktionen. Das war jetzt nicht nur eine Seite im Manual, deswegen mal gucken. Ich mag das ja eigentlich, wenn man sowas solo spielt, dass es dann sehr zügig geht, aber es könnte sein, dass es einfach nicht das Spiel ist, das sich dafür anbietet. Und mal gucken, es wird, wie bei allen solchen Spielen, es steckt dann drin,
wie ist das mit den Karten? Was ist auf den Karten? Machen die faszinierende Sachen? Steht hier auch drin, dass es leichte Regeln hat, asymmetrisches Kartengetrieben, dass du halt jede Runde irgendwie drei von deinen eigenen Karten spielst. Ja. Und die benutzt du halt auch erst zum Bewegen. Und dann kommt der Kampf und den Kampf machst du mit genau den gleichen Karten. Das heißt, die Belegung, die du bei dem Lost Knights hast, hast du hier halt quasi auch ein bisschen auf einer anderen Ebene, weil du die Karten halt für beides benutzen kannst. Ja. Aber du musst halt überlegen, welche Kombination baue ich da jetzt? Was kann meine Fraktion so toll ist? Bin ich mal gespannt drauf. Ich auch. Ja. Low-Upkeep-Solo-Modus. Zwei Spieler-Spiele. Könnte auch die Fortsetzung von Sunavalo sein, wenn die Solarpunk-Welt scheitert. Ja, ich habe vor allen Dingen an den Monolog tatsächlich denken müssen. So von dem Zivilisation gegen Natur ist ja so ganz grob gesprochen das Thema. Apropos Zivilisation gegen Natur, ich glaube, damit haben wir wirklich die perfekte Überleitung zum nächsten Spiel. Wenn das jetzt das Falsche wäre. Hoffe, das ist das Richtige. Ich hoffe auch. Aber ich wollte Karl eine Frage stellen. Karl? Ja. Wenn man den Tod der Scheibenwelt fragt, was ist der Sinn des Lebens, was antwortet er? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Scheibenwelt nicht gelesen. Schade, du? Aber er ist... Ich habe ein bisschen das gelesen, aber was antwortet denn der Tod? Hat das was mit der Katze zu tun? Hat der Tod nicht Katzen immer... antwortet natürlich antwortet der Katzen. Oh Gott, das Katzen sind nett. Katzen. Hat der Tod nicht ständig Urlaub oder so? Es gibt irgendwie ein Buch, in dem er ist nicht da und dann geht alles dreimal Urlaub. Ja. Ja. Aber den Magiern, also... Er ist ja in der Referenz, eigentlich der Tod macht einfach nur seine Arbeit, aber wenn Magier sterben, dann erlaubt er ihnen noch so ein kurzes Fünfzeilen-Gespräch. Und es gibt auch mal einen Magier, der sagt so, hey, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und der Tod denkt so kurz nach, Katzen. Katzen sind nett. Und wir sind bei Katzen, denn es gibt ein Spiel, Kyoto no Neko, das spielen wir kleine Kätzchen in Kyoto, die lernen wollen, die groß werden wollen, erwachsen werden wollen. Es ist ein familienfreundliches Sonntagmachen. Das war bei Vincent auch. Das war bei mir, das hatte ich auch auf der Shortlist. Ich habe das wirklich dabei gehabt und es ist eigentlich erst endgültig runtergeflogen, als ich irgendwie Andeutung gehört habe, dass du es haben könntest. Ich erzähl mal, ich bin gespannt. Ja, also es ist ein Sonntagnachmittag-Abenteuerspiel für die ganze Familie, aber kompetitiv. Wir sind ja Katzen. Wir sollten mit irgendjemandem zusammenarbeiten. Mhm. So. Super einfache Regeln. Das heißt, wir haben ja überall so kleine Sachen zu entdecken. Wir decken halt auf, wir finden da zum Beispiel Insekten, die können wir fangen. Oder finden so einen Schuljungen und sagen, hey, mit dem befreunden wir uns jetzt. Mhm. Oder wir sehen so ein Näpfchen von einer anderen Katze und denken, nice, essen. Essen wir es natürlich. Mhm. Und es ist so ein kleines Spiel, wo wir uns quasi aufskillen können, immer besser werden, immer agiler, immer betörender vielleicht für kleine Schuljungen. Können wir den Satz nochmal? Verzeihung. Wir spielen Katzen. Ja. Und es ist halt, ein super einfaches Regelsystem. Die Idee ist, immer wenn du eine Karte aufdeckst, über die du kommst, kannst du irgendeine Probe ablegen. Und du würfelst auf die Probe, du hast vier Skills, die du erhöhen kannst. Immer wenn du scheiterst, weil nur durch Scheitern lernen wir ja als Katzen. Das heißt, Katzen sind auch mutig und machen absurde Dinge. Kann auch von Vorteil sein. Dann erhöhst du den Skill, den du gewürfelt hast. Hat die Katze also, 7 Leben? Ich glaube, man kann da gar du nicht. Gehst da okay, nicht. Zumindest das nicht. Es, gibt auch es nicht. Ist ja ein Familienspiel. Im amerikanischen Bereich haben die auch 9. Andere Katzen aber. Was? Im amerikanischen Bereich haben die auch 9 Leben. Die sind doch auf Wolke 9, nicht auf Wolke 7. Die Amerikaner sind happier, weil die sind auf Wolke 9, statt wir auf Wolke 7. Die Peitschensorte heißt ja auch 9, statt 7. Das ist irgendwie so eine Kirche, glaube ich, wie man es geändert hat im deutschen Fall. Gut, also das heißt, man wird nicht überfahren hier. Ich sehe die ganze Zeit nämlich hier nur diese Radfahrer, die hier wie wild hier im Kreis immer fahren in die City. Die Seniorenradfahrer, die muss man natürlich schon ausweichen, wir wollen dodgen. Und es ist jetzt nicht so super einfach, weil je nachdem halt, was für eine gefährliche Probe man macht, kann es auch ein bisschen Nachteile haben. Also wenn du halt in der ersten Runde schon denkst, ha, ich kämpfe jetzt gegen den Akita, auch eigentlich süße Hunde, aber ist halt vielleicht nicht das Cleverste als kleines Kätzchen, das zu machen, dann hat das durchaus Konsequenzen. Oder zum Beispiel, wenn ich sage, es ist schwer, das Insekt zu fangen und ich würfel mit Absicht gegen die schwere Probe und schaff's dann nicht, dann skill ich natürlich, also verbessere mich. Mhm. Aber es kann dann auch sein, dass mein Nachbarspieler sagen würde, ja, dann fliegt das Insekt jetzt aber 6 Felder weiter, jetzt kannst du es erstmal nicht mehr fangen. Genau. So kleine Mechaniken sind halt drin. Ja, wenn dich das Fahrrad fast überfährt, musst du, glaube ich, zurück in Richtung deines Hauses, wo du herkommst, der Wohnung. Dann bist du so verschreckt, dass du erstmal zurück nach Hause gehst und ein bisschen verängstigt bist. Also es hat dann schon ein bisschen mehr als diesen ganz normalen Basis-Charakter. Und es gibt, glaube ich, 6 Szenarien. Du hast halt dann immer so 5 Aufgaben, die du machst. Zum Beispiel einmal Napf klauen, einmal Insekten und Käfer fangen. Und wirst dann immer besser. Also es gibt auch so zum Beispiel Areale. Solange du halt nicht agil genug bist, kommst du halt nicht aufs Dach. Und erst wenn du agil genug bist, kannst du aufs Dach springen. Und es soll halt dann so ein bisschen modular sein, dass du zum Beispiel auch selber die Szenarien kreieren kannst. Bleibt aber auch der Macher von Mitbezug. Ja, genau. Also der kann auf jeden Fall schon mal was. Ich glaube, gepitcht haben sie so, es soll auch Takenoko-Level sein. Und das ist halt was, das kann ich theoretisch auch mit meinem Patenkind spielen. Ja.
oder mit Leuten wie meinen Geschwistern, die normal sehr wenig spielen. Mhm. Und es ist aber, wie gesagt, es ist verrückt, wie viele Spiele mit dem Thema Katzen in Japan. Es wird das Katzen-Spezial geben. Es ist das Trick-Taking, ja, also Stichspiel-Spezial geben und das Katzen-Spezial. Da habe ich hier so zwei Kandidaten, die da vielleicht Bock drauf selbst haben. Der Macher von Barcelona und jetzt Windmill Valley und Daitoshi kommt ja von selbst dem der? Auch. Selbst der? Selbst der hat ein Katzen-in-Japan-Spiel, in dem du mit Katzen-Mafia unterwegs bist. Warum sind die alle in Japan? Ist das da so ein großes Ding, Katzen? Sind doch überall, weltweit? Ja, wenn wir Katzen weltweit sagen wollen, ein Spiel auf meiner Honorable Mentions-Liste, das könnt ihr gerne nachschauen. Pax Viking Junior. Ja, wo sind die Helme? Da spielst du, man kann alles machen, ne? Katzen, auf Wikingerschiffen sind ja Katzen mitgefahren. Genau. Wahrscheinlich, um auch Ratten zu fangen und sowas. Genau. Und dann hast du halt die Katzen, wie sie dann in Europa von Bord gehen und dann irgendwie Freundschaften schließen müssen. Ich weiß nicht, mit was sie da genau machen. Das ist eine Europa, das ist eine Karte quasi da mit, okay, Karten. Da, wo die Wikingerschiffe entlang gefahren sind, okay, sind Katzen an Bord. Ja. Ja, warum nicht, ne? Was ist nicht es alles ist gibt. Toll. Es ist einfach toll. Bei mir verbündet sich die Dorfbevölkerung gegen Bösewichter. Ja. Ich glaube, es gibt keine Katze da, aber es gibt den Milchmann dafür als Bösewicht zum Beispiel. Also dieser schließt sich da der Kreis wieder mit der weil Geschichte. Er den Katzen die Milch freut. Weil er den Katzen die Milch vorenthält, ne? Genau. Dieser kalte Verlag kann sich aber nicht beschweren. Nee, der bringt ein paar sehr, sehr gute Sachen. Aber ganz gutes Line-up. Bei Townsfolk Tussle, ein Spiel, was im Englischen schon 2022 rauskam. Mhm. Das ist ein Boss-Battler, wo wir Dorfbevölkerung spielen. Wir können es mit bis zu 4 Personen spielen, glaube ich, oder sogar. Dann dauert 2,5 Minuten. Ja, genau. Kannst du so mit 5 spielen? Ja, 2,5 Spiele. Ja? Ah, okay. Ja. Genau, es ist ein Boss-Battler, wo wir also jeder einen Charakter spielen und es ist der geile Stil erstmal, der da gut ist, ne? Also es ist in diesem Steamboat Willy-Spiel, also 20er Jahre, 10er Jahre, 20er. Was ist das so? 20er Jahre. Genau, ne? Dieses Artwork, was wir auch schon bei manchen anderen Spielen jetzt mittlerweile gesehen haben, kommt noch nicht so häufig vor, dementsprechend habe ich es mir noch auf jeden Fall noch nicht übergesehen, sondern lechze eher mehr nach diesen Bildern und hier sehen wir gerade zum Beispiel einen der Gegner hier da, glaube ich, rechts, das ist glaube ich diese... Ist Steamboat Willy nicht dieses Jahr irgendwie? Weiß nicht, wie sie heißt mit den Messern, aber ich glaube, das ist keine von uns. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ne, wir sind eigentlich ja die Dorfbevölkerung von... Wahrscheinlich eine 3D-Spezialversion zu sein. Von einem kleinen, harmlosen Dorf und müssen halt gucken, dass wir diese eine Person aus unserem Dorf vertreiben. Und das es gibt halt dann mehrere Bosse schon, ne? Also wir kämpfen nicht nur den einen, sondern die sind unterschiedlich stark, je nachdem, auf welchem Level sie gerade sind. Und ich glaube, es sind insgesamt 4 Bosse, die wir, glaube ich, jedes Mal haben, die wir bekämpfen müssen. Und das Ganze ist halt keine riesige Kampagne, wo wir halt merken, ne, das dauert jetzt noch 20 Stunden. Du schmeißt einfach 4 Leute aus dem Dorf raus. Genau, wir schmeißen 4 Leute aus dem Dorf raus und wir brauchen dafür halt ein paar Stunden. Ne? Also ich würde mal schätzen, das dauert dann, weiß nicht, für ein Schnellspielen vielleicht 3 Stunden auch oder so. Wenn es ein Spiel klingt, wo du, wenn du eine kürzere Version willst, wenn du halt 2 besiegt hast, ist auch gut, das kann man bestimmt machen. Ja, könnte auch sein. Ne? 200 Minuten steht hier drin, vielleicht dauert es auch 2 bis 3 Stunden, dann nur je nachdem, wie schnell man rausfliegt. Ne? Und dann hat man noch irgendwie Gelände auch noch, was noch eine Rolle spielt und ach, da habe ich einfach Bock drauf. Also das... Ich suche sowieso irgendwie schon nochmal einen schönen alternativen Boss-Battle, wenn wir nicht gerade KDM spielen. Ne? Vor 2 Jahren das letzte Mal, es wird mal wieder Zeit. Ne? Das machen wir vor der Messe. Ich kriege mal ein neues Zeug dafür. Ja, sehr gut. Mal wieder. Dann suche ich nach einem Boss-Battler, der halt, den man halt mit einer, sagen wir, lockeren Atmosphäre und mit einem schnelleren Aufbau und vielleicht auch nicht so viel Regeln dann auf den Tisch bringt und da kann Townsfolk Tussle genau das Richtige sein. Wer sich da ein bisschen wundert, warum das Spiel bei einer gar nicht so hohen Komplexität, die angegeben ist, trotzdem 14 plus ist, nur weil das ein Comic-Stil ist, die Karten können schon ein bisschen derber auch sein, glaube ich, nach dem, was ich so gesehen habe, auch was die Bosse angeht. Da kommt, glaube ich, dann die 14 das plus. Das könnte sein, ne? Ja. Genau. Ja. Ich habe schon ein paar der übersetzten deutschen Karten gesehen, was man sagen muss, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, weil das hat ja auch so ein bisschen Sprachhumor im Englischen, das im Deutschen umzusetzen. Schön. Also da, was ich gesehen habe, kann man das loben, dass sie sich da echt viel Mühe in der Übersetzung gegeben haben. Genau, ja. Für zum Plus natürlich bei amerikanischen Designs auch immer. Ja, aber it's not a toy. Das stimmt, aber die Angabe ist ja durchaus auch, ne, auf BGG mit dem 8 plus und 10 plus und so weiter. Da nehme ich die noch ein bisschen ernster tatsächlich. Hier ist es auch so. Ich habe, glaube ich, schon ein paar Karten gesehen, die ein bisschen wärmer sind. Da, schon ein bisschen, da kann auch mal Blut drauf sein, glaube ich. Ja. Genau. Ich habe ein Spiel als nächstes. Da letztes Jahr, Vorspiel, ich glaube, es war während der Vorspiel, haben wir ja What's the Rule gespielt. Mhm. Und das fand ich überraschend gut. Das hätte ich leider noch viel, viel mehr gespielt. Also gerne noch viel, viel mehr gespielt. Aber wir hatten leider keine Zeit dafür, das noch mehr zu spielen. Und dieses Jahr kommt ein Spiel raus, das in eine ähnliche Richtung geht. Das basiert ja auch so Zendo. Das heißt, wir müssen so Logikrätsel oder Logikregeln rausfinden, die entweder vorgehen sind vom Spiel oder die sich irgendjemand bei uns ausdeckt. Mhm. Und das haben wir jetzt bei dem Spiel, auf das ich, glaube ich, gestern gestoßen bin, The Strange Forgeries of Mr. Schreber.
SC Reba oder so. SC Reba. Und da müssen wir eben auch, ne, es gibt halt so quasi Kunstwerke, die gemalt werden. Also irgendwer malt halt einfach auf so einen kleinen quadratischen Zettel, so ein kleines Kunstwerk mit irgendwie so 5 Strichen. Und das folgt halt irgendeiner Logik, irgendeine Regel steckt da drin. Und das heißt, die anderen Leute, ihr müsst jetzt quasi auch diese Kunst nachmalen, weil wird auch gerne in Galerien ausgestellt werden. Und dann zeigt ihr mir halt eure Kunstwerke, sage ich, nee, fake, nee, fake. Ja, das darf einziehen. Mhm. Genau, das ist ein Original. Mhm. Ja. Also das Ganze nicht nach einer Verkettung von irgendwelchen Symbolen. Man könnte das Ganze natürlich auch einfach rein mit irgendwelchen mathematischen Zahlen mal machen. Mhm. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man Zahlen reinmacht. Sondern hier mit geometrischen Figuren. Genau. Und dann muss man noch, aber am Ende gibt's halt, dann tun wir dir alle diese Briefmarkendinger da, wo wir dann quasi unsere Sammlung quasi zeigen. Briefmarken, gutes Stichwort. Dann muss man auch noch bei den anderen Leuten quasi raten, was man denkt, wie viele da richtig sind, weil es wird doch, glaube ich, immer nicht so wirklich revealed, was jetzt okay. wirklich korrekt ist und was nicht. Und dann kriegt man davon noch Punkte. Und das ist irgendwie so der Grundmodus, der irgendwie so ganz nett ist. Aber es soll dann eben noch so einen fortgeschrittenen Profimodus geben, wo dann auch noch einmal derjenige, der quasi die Hinweise gibt, oder der sagt, ob es richtig oder falsch ist, der spielt auch noch kompetitiv mit. So tief bin ich euch drin, dass ich weiß, wie das funktioniert, aber das soll halt noch das sein, wo du sagst, okay, in der normalen Version hast du dieses Standardspiel und die weiter fortgeschrittene Version mit halt ein bisschen mehr Regeln da noch drin, die sorgen halt dafür, dass es auch noch was Besonderes hat, dass es halt nicht nur das nächste Spiel dieser Art ist, sondern noch so einen gewissen Twist drin hat. Besonders ist ja auf jeden Fall schon mal das Artwork, weil wenn man erstmal so von ungefähr einem Meter drauf guckt, erkennt man erstmal überhaupt nichts. Ja, also dass da rechts sind, ich weiß nicht, von hier aus würde ich sagen, sind es irgendwelche Kreaturen, sind es Pflanzen, sind es einfach... Was ist das? Ich glaube, das ist eine Maus mit Tattoos. Das ist Sugar Magnet. Irgendwann hat sie den Baseballschläger in der Hand? Ja, oder? Ein Nudelholz. Der Carsten war noch kurioser gerade eben. Das hier erinnert mich sehr an das, was wir gespielt hatten, wo man hier das Fenster zum Hof. Mhm. Ne, dieses mit dem Markieren und die Regeln herausfinden. Ich habe das auch tatsächlich auf dem Schirm gehabt und erst nach einer Weile weggetan, weil es einfach so anders auch aussieht. Genau, das Artwork, das ist was, wo ich sage, boah, das ist mal anders besonders. Mega, wo man manchmal sagen, hässlich, nicht immer, das ist halt nicht so 0-15 wie alles andere, so schön hübsch, sondern so auch schön, aber auf seine ganz eigene Art und Weise. Cool, wir wollen auf jeden Fall nicht, dass das Spiel bei Google gefunden wird mit dem Namen. Ja, genau. The Strange Forgeries of SC. Ja. Also, ja, mal gucken, ne? Also ich musste denken vom Thema her, wie, ich weiß nicht, wie das Spiel hieß, ne? Das, wo du immer versuchen musst, nicht die Fakes zu bekommen. Das ist aber ein Optionsspiel, ein älteres, ich hab's vergessen, wo du dir auch immer so auf diese kleinen Dinger aufgestellt hast zum Versteigern. Ah, ja, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Modern Art, wahrscheinlich ist es das. Genau, daran musste ich denken, vom Thema her und von der Beschreibung her ist es halt ein What's the Rule. Eine Variante mit diesem Fenster vom Hof vielleicht ein bisschen kombiniert. Gespannt haben, wie viel Künstlerisches wirklich so hat. Ne? Ob man wirklich dann einfach nur sagt, ja, okay, man muss halt irgendwie zwei Ecken oben und eine Ecke unten haben und dann passt das, oder ob es halt wirklich auch irgendwie so etwas von Stil her ist, ne? Dass man sagt, okay, ja, alle, die jetzt irgendwie in einer gewissen Art von Stil etwas, also das ist natürlich dann schon schwierig, weil die Leute müssen das auch können, aber könnte man ja sogar so... Wenn es ist, what's the rule, kannst du die Regeln ja selber ausdenken. Genau. Und dann... ist alles möglich. Weil hier steht auch, ne? It's about drawing zigzag lines. Das heißt, zigzag die rein. Ja, genau. Also das kann auch mal passieren, dass es lange Zeit nicht rauskommt. Ja. Und es wirkt ja erstmal so wie ein Spiel, bei dem du wirklich dann die Bilder wirklich anguckst, weil das muss ja dann da irgendwo drinstecken. Wenn du nochmal, wir haben ja das jetzt gesehen, wenn du wie viele hunderte von Spielen haben wir gehabt, wo die tollen Bilder vollkommen irrelevant waren. Ja, wir nennen sie Euros, genau. Na, bitte. So, du hattest auch irgendwie eine Großaufnahme von den, genau, da kann man einfach mal ein paar von den Bildern sehen. Dann muss es ja so sein, dass das irgendwie in denen vorkommt, wahrscheinlich. Genau. Da oben in den Bildern, die man gerade nicht sieht. Ich komme ein Stück hoch. Die Bilder oben, ich glaube, das sind eher die Charaktere oder sowas. Naja, aber es muss ja irgendwie... Diese Dinger sind doch die versteigert werden und wo es darum geht zu sagen, ob sie ein Original oder ein Fake sind. Also muss ich das eigentlich auf diese Bilder beziehen? Es geht um die Zeichnung, dass die stecken hier davor. Wo sind die Karten selbst da? So tief bin ich jetzt noch nicht drin. Hast du schon mal von Eurogames schon mal gehört? Nee. Wofür Karten da sind? Ich versuche das zu ignorieren. Hashtag das Unbewusste. Ne? Schönes Spiel, aber man muss immer wieder sich auch selbst dazu bringen, immer wieder die Karten sich anzugucken. Ich hoffe, dass das so ist, dass man irgendwie gucken muss, ob das in diesen Bildern vorkommt. Das ist meine Hoffnung. Spannend. Sehr spannend. So, apropos spannend. Aber spannend. Eigene Überleitung. Karl wandert auf seinem Handy. Ja. Ich wandere auf meinem Handy, aber mein Platz 1 ist auch ein Spiel. Das haben wir gehofft. Ich stecke jetzt so tief in dem Mr. Reaper drin, dass ich mal gucken muss. Genau, das ist ein Planet-Game. Und das sind ja die ne, Aftermath gemacht haben und Familiar Tames und Forgotten Waters. Deswegen Wandering Galaxy ist für mich so ein bisschen darauf aufbauend. Das ist das System auch schon sehr ähnlich. Die neue Star Trek Serie, deswegen mach ich euch das an. Nicht die neue, sondern die alte, aber genau, Star Trek Enterprise. Nee, die neue mit den animierten
Ist das nicht auch Star Wars? Ja, ja, die auch. Wo ist Lower Decks, meinst du? Nee, das ist Star Wars, aber es sieht aus wie Star Trek in Kinderversion. Prodigy, meinst du? Ja, genau. Das ist auch schon mal her, bestimmt. Das erinnert tatsächlich nicht. Bei der Serie tatsächlich wirklich erstmal nicht. Das ist stilistisch, ist das tatsächlich ein bisschen ähnlich. Das ist ja auch für Kinder gedacht. Genau, Wandering Galaxy, wir haben ja also wieder ein Spiel, da geht es ja darum, auch, da passiert viel narrativ. Forgotten Waters hatte ja hervorragende Texte auch und besonders auch eine hervorragende Vertonung, zumindest im Englischen. Das hatte auch eine deutsche, ich weiß nicht, wie gut die war. Wir haben einmal die auf Deutsch gespielt, also das erste Szenario, und die deutsche Vertonung ist schon auch sehr gut. War auch sehr gut, hervorragend. Und hier ist das, ich weiß nicht, wie die Vertonung ist, ist das aber auch so, dass wir sind die Crew von einem Raumschiff, das verschuldet ist an der Stelle. Also das Ziel dieser Szenarien ist es dann auch, sein Schiff abzubezahlen. Wir reisen also durchs Weltraum. Es wirkte von der Beschreibung so her, als wäre noch etwas mehr Spiel drin als bei Forgotten Waters. Das war ja so gedacht, dass du eigentlich so einen eine ganze Partie so zweigesplittet spielen kannst. Mhm. Die meisten Leute haben es aber in der Regel am Stück gespielt, dann war schon ein sehr langes Ding. Hier sind jetzt mehrere Szenarien drin, beziehungsweise halt große Missionen, die so in Viertelstücken sind, die man dann auch eher einzeln spielen können soll. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Oder man spielt sie alle vier, man ist ja schon mal dabei. Richtig. Und mal gucken. Und es ist an vielen Stellen von den Beschreibungen her, dass ein bisschen mehr drauf ist. Ne? Forgotten Waters, das war ja rein regeltechnisch, war das jetzt nicht so super viel. Du hast so ein paar Werte gesteigert. Das war auch ein bisschen mehr Gegner. Ich weiß nicht, wie viel Gegner da drin steckt, aber hier ist ein bisschen mehr mit Ausrüstungskarten, Skills, die man auch irgendwie bekommen kann. Du siehst die Weltraumkarte und kannst dir schon überlegen, wo du wirklich hinfliegst, im Gegensatz zu Forgotten Waters, wo du so ein bisschen von Punkt zu Punkt auch gefahren bist. Die, also es gibt so Geschichten, wie man hat auf dem Charakterblock, gibt es halt auch einen Slot für einen Spitznamen, aber den muss man sich erstmal verdienen. Mhm. Den hat man erstmal nicht, das heißt, den muss man eben dann auch freischalten. Bei KDM und, will ich nicht Spitznamen. Ja. Das kann man ja böse sagen. Bei KDM willst du keine Spitznamen. Keine, ich weiß nicht, inwiefern die hier mechanisch dann damit verbunden sind. Aber es sind. Sieht erstmal sehr mechanisch aus, aber du musst sagen, es steckt auch viel Hintergrund. Ich denke, Geschichte dass wir da hinter, eine ja. ähnliche Kombination wie bei Forgotten Waters, glaube ich, sehen werden und da hat mir das schon sehr gut gefallen. Ich weiß, also von Semi habe ich nichts gelesen. Jetzt könnte mir vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich ein bisschen kooperativer ausfällt. Vielleicht kommt es auch auf das Szenario an. Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich könnte auch auf den Semi-Teil. Es waren irgendwie alle sauer auf mich, als mein Pirat sie über die Klinge springen lassen. Unser Problem bei Forgotten Waters, dass manche mit den semi-kooperativen Partnern überhaupt nicht klargekommen sind. Ja, also das war echt schwierig. Also ich muss sagen, bei Forgotten Waters war natürlich das Beste. Was hat man gesteigert? Natürlich hat man seinen Swagger gesteigert. Das war immer sehr schön. Ich glaube, habe ich auch alle mitgenervt, als ich das so 5-mal gesagt habe. Nein, überhaupt nicht. Aber es war nun mal so. Ich hatte nun mal den meisten Swagger. Es war schon Forgotten Waters, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Hier finde ich das Thema auch wieder cool. Ne? Science-Fiction, Fantasy, könnte mir alles zuwerfen, solange es nicht zu extrem generisch ist. Ich freue mich da sehr drauf. Narrative Spiele habe ich gar nicht so. Also es kommt einige, aber das war das, was mich da am meisten abgeholt hat. Bin ich sehr gespannt drauf. Bin ich auch guter Dinge, dass wir es auf den Tisch bekommen. Es erinnert mich so thematisch ein bisschen ganz auf der Galaxy. Ja, ja. Da ja, auch ja. total. Das ist ja ein cooles Thema. Ja. Da legst du den Soundtrack auf und dann spielst du das. Oh ja. Und aber dann streamen wir nicht. Artwork-technisch ist es jetzt das komplette Gegenteil zu dem, was du gerade hattest. Ne? Du sagtest, es ist halt mal nicht so ein Wohlfühl, einfach mal so ein nettes... das hier sieht eher nach einem lustigen Comic-Stil aus. Ne? Das, was ich Leute vielleicht von dem, ach, wie hieß es denn, das Science-Fiction-Spiel, das nach Star Trek aussah, mit dem Captains irgendwas. Space Captains. Genau, das ist vielleicht das, was manche Leute, bevor sie was so in Regeln gelesen hatten, bei dem Cover gehofft hatten, dass es drin ist. Das könnte hier vielleicht dann tatsächlich drin sein. Auf welches Spiel freust du dich am meisten? Okay, wir hatten ja schon unterschiedliche Arten von Spielen. Aha. Wir hatten die längeren historischen mit Carolingi, wir hatten das Eurogame mit Eterna, wir hatten das Familienspiel mit Kyoto no Neko und das, was jetzt am meisten mir ins Auge gefallen ist, ist eins, würde ich sagen, ist die Kategorie Con-Spiel. So die Art von Spielen, die sind nicht zu lang, vielleicht so eine Stunde, eineinhalb. Und wenn man die so auf den Tisch sieht, man, oh nett, die man vielleicht so eine Viertelstunde erklären kann, also nicht auch zu lang, weil man der Con sagt, hey, wollen wir das jetzt mal spielen? Ich habe was für diese Zwischenzeit. Ich mag die dann, wenn sie auch immer ein bisschen interaktiv sind. Mhm. Und da fällt für mich zum Beispiel was wie Brian Boru rein oder Paper Tales, das man dann sehr gut spielen kann. Und was sich jetzt da ins Auge gefallen ist, auch weil es ein bisschen wie Paper Tales aussieht, ist Altai, A Dawn of Civilization. Oh, das ist doch das richtige Dawn of Civilization. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass du irgendwas anderes sagst. Und das ist ein Deckbauspiel, also mit relativ traditionellem Deckbau, aber mit vier asymmetrischen Fraktionen. Und es ist kein Civilization-Builder, sondern es ist eher so, würde ich sagen, Kingdom-Builder. Also es hat, ähnlich wie Tyrann des Unterreichs, hat es eine Karte,
besonderem Artwork. Und uns ausbreiten. Ja, ich glaube, das ist ein Prototyp, aber so sieht es dann im Spiel aus. Also sieht auch schon. Spannende Tischpräsenz, ja, auf jeden Fall schon. Spannende Tischpräsenz. Sieht so ein bisschen eigenwillig aus. Sieht halt auch, wenn man die Charaktere sieht. Also, ihr seht sie wahrscheinlich auch. Die haben so ein bisschen was von Paper Tales auch. Von dem Artwork her. Das ist eine finnische Künstlerin. Mhm. Und was macht man im Spiel? Man hat ganz traditionell Deckbau. Also, zieht deine 5 Karten, spielt die aus. Was vielleicht ein bisschen den Wiederspielwert beeinträchtigt, weiß ich aber nicht. Man hat immer in diesem Grundspiel jetzt die 11 gleichen Karten als Auslage, also ein bisschen wie bei Dominion. Du hast halt eine 11 Karten Auslage, von der kannst du kaufen. Und dann aber immer so kleine Kniffe drin, dass zum Beispiel sagt, okay, die erste Karte von dem Stack ist teurer als die anderen. Das heißt, wenn halt jemand diese Technologie oder das entwickelt hat, dann können die anderen das billiger nachmachen. Dafür kriegt man ein paar Punkte mehr. Ein bisschen Varianz kommt dann dazu rein, also dass die asymmetrisch sind, die Fraktionen, dass man hier so Technologiekarten noch dazu hat. Das heißt, es gibt Technologien, die man entwickeln kann und die spielt man nicht so einmalig aus und zahlt sie dann, sondern dann kann man über die Zeit drauf spielen. Das heißt, man legt die sich erstmal rein als Technologie und dann muss man eventuell erstmal die 4 Ressourcen bekommen und dann hat man irgendwann eine Technologie freigeschaltet und kann sich dann so diesen Technologienbaum hocharbeiten bis zu den Wundern, die dann Stufe 3 sind und damit kann man dann Siegpunkte machen. Es hat auch ein bisschen Kampf, den man halt auf den Karten hat. Also es gibt halt Schwerter und es gibt Schilde, mit denen man sich verteidigen kann. Aber das ist nicht so hart. Also man kegelt nicht sofort jemanden aus dem Gebiet raus. Das ist halt, wenn jemand angreift und mit seinen Karten Angriff hat, kann man sich verteidigen oder nicht. Wenn man sich nicht verteidigen will, kann man zum Beispiel sagen, okay, so viele Karten, wie du gespielt hast, werfe ich jetzt 2 Karten für ab und darf dann nachziehen. Also es hat auch einen kleinen Vorteil. Mhm. Und man fliegt nicht direkt aus einem Gebiet raus, sondern verliert eines seiner Dörfer in dem Gebiet. Das heißt, wenn man zum Beispiel in seinem Hauptgebiet 3 Dörfer hat, dann würde man erstmal nur 1 verlieren. Das heißt, man würde auch nicht direkt das Gebiet verlieren und kann dann ganz regulär weiterspielen. Also es hat einen Angriff drin, aber der ist nicht so extrem. Volle Komplexität, schon noch ein Kennerspiel. Das ist ein Kennerspiel, aber ich würde sagen, auch so auf Paper-Tales-Level. Mhm. Also so Einsteiger, Kenner bis Kenner-Kenner. Okay. Bis also, von Paolo Mori und Ole Steines. Das heißt, sind ja auch renommierte Designer. Ole Steines hat Champions of Midgard gemacht. Ja. Deep Rock Galactica. Und das sehe ich so, wie gesagt, also typisches Con-Spiel, das man dann gut erklären kann und gut spielen kann, hat so 3/4 Stunde bis 1,5 Stunden Spielzeit, da freue ich mich drauf. Weil das ist auch nicht teuer, ich glaube, ich habe es zur Vorbestellung auf Englisch für 30 Euro gesehen. Und das ist wirklich für heutzutage ein echt guter Preis. Ja. Und, also es gibt auch 2 Versionen, glaube ich, es gibt die mit den Holzteilen, das ist die Basisversion und es gibt noch eine Deluxe-Version. Da sind dann, glaube ich, die Pappteile, Holzteile und die Dörfer, die man platziert, sind Miniaturen. Grafisch sieht auch gut aus. Ja. Mir gefällt der Grafikstil, mag auch den von Paper Tales und der ist noch ein bisschen eigener mit diesem Artwork, vor allem auf den Karten. Gibt auch Katzen, ist auch positiv. Vor allen Dingen, also dadurch, dass es ja so ein reduzierteres Artwork ist, also ich weiß nicht, wie die Miniaturen aussehen, aber ich finde, dass diese Holzteile, so wie sie hier dargestellt sind, eigentlich auch schon sehr gut dann dazu passen. Ja, ja, also. Ist aber auch ein bisschen was mit Ressourcen, sehe ich da oben in der Ecke, ne? Genau, du hast auch ein bisschen Ressourcenmanagement, weil du, also du hast Karten, die einfach nur Ressourcen geben, dein Stein, aber es gibt auch Karten, die halt mit der Map interagieren, dass du sagst, okay, wo du halt, wenn du dann 2 Dörfer auf einem Waldgebiet hast, machst du halt 2 Wald. Ja. Oder 2 Schick, Holz. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das kommt bei Ares, ne? Ja, da, das ist auch Ares. Da habe ich Connections hin, ich werde da mal hinschreiben und sagen. Hervorragend. Würden wir uns gerne mal angucken. Das klingt interessant, ja, sehr gut. Ich bin auch dem Trend gefolgt hier und nein, Katzen. Ich habe keine Katzen. Das war zumindest mal ein leichteres Spiel. Stichspiel. So, zumindest mal ein leichteres Spiel mit reinnimmt, Elis. Und darum ist es gleich auf Platz 1 gelandet. Weil wenn man so ein Spiel steht, reinbringt, dann soll man auch vollkommen hinter dem Thema stehen. Dann soll man auch sich mit diesem Thema wirklich auseinandersetzen und beschäftigen. Und es ist natürlich, bin ich gespannt. Ist natürlich hilfreich, wenn es ein modernes Thema ist. Wenn es ein Thema ist, was alle Leute auch gerade aktuell ein bisschen interessiert und was gerade auch so durch die Medien geht und so etwas. Und das Spiel heißt auf Deutsch, heißt es, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Es hat einen ziemlich hippen Namen und zwar heißt es Tauschrausch. Das stimmt, das ist der deutsche Titel, ja. Keine wörtliche Übersetzung. Ne? Und zwar heißt es sonst Stamp Swap. Es ist von Jimmy Stegmaier oder Stegmaier Games und Draft, Cut, Shoes and Showcase the Growing Collection. Nee, es ist nicht von Stegmaier, aber es ist bei Stegmaier Games, kommt es raus. Aber Jimmy Stegmaier hat mal irgendwas dazu erzählt, deshalb hatte ich dem gerade wieder im Ohr. Also was ich gehört habe, ist, das ist ein sehr guter Freund von Jimmy Stegmaier. Ja, und es ist der Autor von Honeybus auch noch. Das war sehr gut, also, das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben ein Briefmarkensammelspiel. Ja. Und, ich meine, wer mag keine Briefmarken, bitteschön, ja. Aber ich habe gehört, in dem Spiel muss man Briefmarken vor allen Dingen auch weggeben. Nein! Naja, bei Tauschrausch lässt sich das nicht so vermeiden, ne? Es ist irgendwie ein Draft-Spiel und noch ein
Collection-Spiel. Ich hoffe, dass es nicht einfach nur Set-Collection ist und da endet es dann. Ach, kann ich mir... Trick-Taking wäre schön. Oh Gott. Kann ich mir bei... Kernmechanismen, ne? Ja, ja, also das Draften einmal. Ne? Genau, und dann noch Ice Blue You Choose. Genau, und ja, das ist halt das, was es dann schon wieder interessanter macht. Ne? Und wir sammeln aber natürlich etwas, klar, sonst ergibt das Ganze keinen Sinn bei Briefmarken. Und ich bin auch noch mal gespannt, was es dann ist, ja, ne, mit Ice Blue You Choose. Es ist einfach nur so, dass wir halt... Was man auch noch sieht, ist Puzzeln. Mhm. Ja, ist es genau, ist es halt einfach nur, dass wir die Marken haben und es gibt natürlich bei Marken die Sets, die man vervollständigen möchte, mit aufsteigenden Wertigkeiten oder gibt es dann auch irgendwas mit Fehldrucken vielleicht, was ja auch interessant sein könnte. Sonderfähigkeiten, die man sich holen kann, oder wenn du einen Teil wählst und der irgendwie kleiner ist als der des Mitspielers, kannst du irgendwas machen. Ja, sind wir nur reine Sammler? Gibt es dann irgendwelche Sonderauflagen vielleicht, wo man rankommt? Ist es ja auch nicht ganz interessant, wie ist denn die Zahnung der Briefmarken, ne? Genau. In welchen... Du bist vom Fach, höre ich. Ja. Da muss man beim Loslösen dann aber richtig vorsichtig sein. Ja, natürlich. Ne? Hinten, wie ist dann der Belag hinten drauf? Ist der noch vollkommen? Hat der noch diese Laminierung da hinten drauf und so? Also sind sie gestempelt? Sind sie ungestempelt? Ist ein Sonderstempel drauf? Und all solche Geschichten. Vielleicht hat das doch, vielleicht kann man da was dran verändern, auch an den Briefmarken dann. Vielleicht gibt es Tauschbörsen, Sonderauflagen. Da gibt es auch echte Briefmarken dann dabei. Also ich halte ja nichts von Sammeln. Ich möchte das nicht unterstützen. Ich habe einfach vor, später eine Rente dann einfach sehr, sehr viele Briefmarken, die ich seitdem die ganze Zeit sammle, einfach abzulösen und sie dann in dieser Trockenklatte dann nach dem Ablösen dann da reinzupacken, zu pressen und sie dann Tage, wenn nicht wochenlang zu sortieren. Und vielleicht greift das dieses Spiel schon ein paar Jahre vorher auf. Und ich hätte ja gerne ein Fälschermodul. Ja, auf jeden Fall, genau, das Fälschermodul. Die Erweiterung ist bereits in Vorbereitung. Das war auch das Spiel, ich habe ja im Vorland Vorschau-Video schon gemacht, wo es ja auch so hieß, so, ja, wir haben nur noch ein Spiel, da können wir noch nicht drüber reden. Ich dachte, es wäre dann irgendwie dieses Redux-Ding von Rolling Realms, aber das ist schon so, ich glaube nicht, das hätten sie schon erzählt. Das ist jetzt halt erst vor ein paar Tagen, Wochen bekannt gegeben worden und das war dann so die große, kleine Neuheit, die sie dann noch im Portfolio hatten. Spannend. Kennt ihr jemand von euch in diesem Briefmarken-Sammelclub von der Deutschen Post früher drin? Also einer von uns scheinbar schon. Da gab es auch das Jugendmagazin Salto. War das auf dem gleichen Niveau wie Knacksclub? Das sagt mir was. Das war natürlich nicht der Knacksclub. Das war die Sparkasse, ne? Ja. Ja. Nein, hier gab es natürlich Briefmarken dazu und immer Informationen dazu. Ich habe nur die Apothekenausschau gesammelt. Wir haben keine Lorcana-Karten gebraucht, wir haben Briefmarken getauscht. Das war günstiger. Bist du gar nicht so viel älter. Naja, also ich freue mich darauf, dass es natürlich mechanisch wahrscheinlich nicht ganz wahnsinnig, aber ich hoffe schon ein bisschen mehr, weil ich meine, der Autor von Hannibas, ne, der hat auch schon ein bisschen Ahnung von mechanischen einfach Instrumenten, die man einsetzen kann. Ja, aber ich glaube, das mag auch Stegmaier, weil der liebt ja I Cut Your Shoes. Das ist einer seiner Lieblingsmechanismen. Ne? Dann erklärt das so das Spiel. Dann können wir uns ja auf sein dieses Großwerk freuen, da ist das dann bestimmt auch drin. Ist natürlich ein Familienspiel, würde ich mal eher sagen. Es kommt auch bei Feuerland unter der blauen Blue Linie, ne, wie auch immer sie heißt, kommt es runter. Das ist also kein klassisches Feuerland. Kein hat Familie. Nee, genau, ja, das ist ja die rote Linie. Genau. Da bin ich sehr gespannt. Genau, sie haben ja bei Feuerland haben sie ja drei Linien, die sie quasi rausbringen. Und für La Familia wurde ja extra eine neue entwickelt. Und ich bin mal gespannt, ob du da hast mal es neue... Du kommt. Ja, so ein bisschen. Ne? Mal gucken, was da so... Ja, da steht ja erstmal die Erweiterung dann an. Für La Familia, stimmt, richtig. Ich mache ja selber sehr viel YouTube. Und ich gucke tatsächlich ganz viel YouTube. Ich gucke wenig Brettspiel-Content auf YouTube, weil ich einfach natürlich die ganzen Spiele schon selber da habe, selber mich damit viel auseinandersetze. Deswegen gucke ich dann doch viel anderen Content. Und wenn ihr meine Timeline immer seht, dann geht da natürlich viel so läuft, was für eine Cut, die coolsten Transitions, was auch immer. Aber da waren wir auch, wir waren da. Die waren in Göttingen und ich war super aufgeregt. Ich meine, Kai, wir müssen da echt früh hin, eine Stunde vorher, für einen Platz im Hörsaal bekommen, wird sicher voll sein ohne Ende. Ja. Dann waren da 10 Leute. Ich war ein bisschen enttäuscht. Da waren schon ein paar mehr. Das war auch der Gast. War aber nicht voll, weil es der Raum ist mit, das ist der Hörsaal 001 gewesen. Da ja, passt der war schon sehr groß, aber ich hatte trotzdem mehr Leute erwartet. Urknallwelt und das Leben. Top YouTube-Kanal, könnt ihr gerne gucken. Es gibt noch ganz viele andere. Der Ulrich Walter macht ja auch viel so zu Weltall quasi und beschäftigt sich damit. Und da kommt jetzt einfach ein Spiel raus, das auch, glaube ich, auf Platz 1 so eine Hype-Liste ist. Und normalerweise hasse ich es ja in solche Listen. Platz 1 Hype-Spiele reinzunehmen, weil ich immer denke, nee, ich will ein bisschen abseits des Hypes gucken. Und, Platz 2 oder 3, weil auf Platz 1 ist die Erweiterung für die weiße Erde. Das wechselt je nachdem, welche Liste man immer guckt. In meiner Liste ist das tatsächlich oben. Und das ist dann natürlich SETI, ne? Search for Extraterrestrial Intelligence. Sehr gute Wahl. Gab ja auch früher, als wir noch alle PCs zu Hause hatten mit Bildschirmschonern, gab es ja auch diesen SETI-Bildschirmschoner, weil SETI, ne, hat ja ganz viele Daten gesammelt und filtert die und durchsucht die nach außerirdischen Signalen. Und das kann natürlich die Rechenpower von diesen ganzen Regierungscomputern gar nicht leisten. Deswegen konntest du
ja wirklich das Programm runterladen, da wurden immer Daten reingeladen und während der Bildschirmschoner lief, hat der quasi durchsucht mit der Software nach Signalen, die da sein können. Und es hätte also sein können, dass irgendjemand, der in den 90ern und frühen 2000ern das Ding installiert hätte, dass derjenige ist, der auf seinem Rechner ein ausländisches Signal findet. Hat meines Wissens nach keiner geschafft, gab da nicht zu finden. Aber das, ne, daher kenne ich, bin ich das erste Mal mit diesem SETI in Berührung gekommen. Und das ist halt so schon ein ganz klassisches Eurogame. Der Autor Thomas Holleck, der hat doch noch nicht so viel gemacht. Der bringt jetzt gleich 3 Spiele raus, auch bei 3 unterschiedlichen Verlagen. Galileo wird, glaube ich, kurz nach der Spiel oder zu Spiel bei Frosted rauskommen. Tigan haben wir auf der BerlinCon gesehen. Ja. Das ist bei einem polnischen Verlag. Ja, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Aber es war da aufgebaut, da saß sogar er selber oder jemand, der es erklärt hat. Und das ist ja auch sehr lustig, weil die beiden Spiele hier machen ja eigentlich das Gleiche. Nur halt 200-300 Jahre, ich weiß nicht, wann Galileo war, ich glaube 1600, 1700. Ne, also der hat ja auch quasi geguckt im Weltall, was geht da so, hat die Jupitermonde angeschaut und hier gucken wir halt bei SETI dann eine Stufe weiter. Und dreht sich doch. Ja, und wir sind ja große Terraforming Mars Fans hier alle und das Ding hat halt zum einen so ein rotierendes Spielbrett, wo sich natürlich die Planeten so ein bisschen bewegen und dann hat es natürlich auch ganz viele Karten. Ich glaube, auch da sind über 200 verschiedene Karten drin. Ich glaube, es ist schon noch ein bisschen mehr Ressourcenmanagement-Spiel, als es Terraforming Mars zum Beispiel ist, aber ich bin halt sehr gespannt, auf welcher Ebene das ist, weil wir haben ja einmal dieses Planetensystem, wo wir dann Sonden hinschicken können und da müssen wir wahrscheinlich auch so ein bisschen planen, ne? Wie bewegen sich die Planeten und wann starten wir die Sonde, dass sie irgendwie da ist, aber wir können eben auch hier dann wirklich in irgendwelchen Sternensystemen außerhalb unserer Milchstraße oder unseres eigenen Sonnensystems gucken, ob wir da irgendwie Spuren von Leben finden. Von deinem Eindruck her würdest du sagen, ist es noch, also Terraforming macht das ja auch häufig, dass es einfach Ideen nimmt, die heutzutage noch nicht umsetzbar sind, aber die zumindest irgendwie so eine physikalische Grundannahme schon mal haben. Genau, oder so eine Hard-Sci-Fi. Ne? Genau, und würdest du sagen, das geht hier noch ein bisschen stärker Richtung wissenschaftlicher Nutzung oder ist es eher noch ein bisschen mehr Science-Fiction? Ich glaube, das ist weniger futuristisch. Ich glaube, das ist tatsächlich mehr auf dem, was es aktuell so gibt, der aktuelle Stand der Wissenschaft, auch vielleicht so mit geplanten Projekten, die aber wirklich real konkret geplant sind, wo halt die neue Sonde, die zur Sonne fliegt, oder es ist ja gerade, glaube ich, eine zum Jupiter gestartet, die erst in 7 Jahren leider da ist. Ich glaube, darauf wird das größtenteils basieren. Okay. Bin ich sehr gespannt. Auf gerade, ne, weil es kartenbasiert ist, da habe ich immer Hoffnung, dass das irgendwie gut und interessant wird, je nachdem. Ne? Ich weiß nicht, bei Terraforming Mars waren es ja auch die Karten, das Engine Building plus die Corporations und nach jeder Partie saßen wir da und dachte ich, die Partie jetzt hart verloren, auch irgendwie keine Lust mehr. Wenn wir nochmal spielen würden, welche 10 Karten und welche beiden Corporations würde ich dazu bekommen? Und dann sagte der eine und der andere teilte schon die Karten aus. Ja, und dann spielt man und guckt sich das an und denkt sich, oh fuck, jetzt muss ich wieder 3 Stunden spielen, ich hab doofe Konzerne. Mit Präludium noch schlimmer geworden tatsächlich. Bei Präludium hat es manchmal wirklich das Gefühl, so, okay, wir haben jetzt die erste Runde, das alles ausgespielt, jetzt würde ich gerne nochmal anfangen. Nochmal alles ganz anders machen. Ja, gibt also noch gar, also es gab, als ich jetzt mal geguckt habe, noch gar nicht so viel Content dazu. Hier sehen wir jetzt auch noch nicht so viel. Hier nur so eine kleine 5-Minuten-Vorschau. Hier, das Video habe ich mir nicht angeguckt, das ist auch nur ein Interview. Das macht er leider Czech Games Edition oft. Auch letztes Jahr war es so mit diesem Space Captains, dass es da gar nicht so viel Infos vorher zu gab. Das ist immer für mich gefühlt eher ein schlechtes Zeichen, wenn man nicht so tief ins Gameplay reingucken kann. Und dadurch einfach der Hype auch ein bisschen hochgehalten werden soll. Aber ich habe, auch wenn es ein First-Time-Designer ist, habe ich meine, wir haben jetzt ja Galactic Cruise auch schon auf dem Tisch gehabt. Das ist ja tatsächlich auch ein Erstlingswerk. Der Typ hat nie ein Spiel vorher designt und dann bringt er sowas wie Galactic Cruise raus. Schon beeindruckend. Ich hoffe, dass der gute Thomas Holleck das genauso gut kann. Das wäre schon sehr gut. Aber was erhoffst du dir denn mechanisch? Also für mich, ich stelle mir das schwierig, mechanisch umzusetzen vor, was SETI möchte. Also hier hoffe ich mir vor allen Dingen das, was ich, glaube ich, auch Flo bei Townsfolk Tassel erhofft. Ich habe nämlich über Townsfolk Tassel echt nicht viel Gutes gelesen, aber bei dir sind's ja auch, ne, so das Artwork rote ich ab, dieses Boss-Battle, dieses ein bisschen seichte runterspielen können, nicht diese komplexen Regeln und dann mal gucken, dann noch hoffen, dass das Spiel gut ist, aber nicht, hat man trotzdem eine gute Zeit damit und das hoffe ich mir halt irgendwie auch, dass halt so das Thema irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich habe mich nur damit auseinandergesetzt, aber da ist halt ein Thema, das ich sehr mag, hoffe ich einfach, dass das irgendwie gut umgesetzt wurde, dass ich das irgendwie so ein bisschen da wiedererleben kann, das hilft ja oftmals. Da bin ich, glaube ich, in der Runde sogar der am stärksten das da hat, dass so dieses, damit ich mich quasi überwinde, in ein Spiel reinzuarbeiten, dass es genau da anfängt mit der Präsentation. Deswegen, man merkt das vielleicht auch, wenn ich hier so Spiele rausgesucht habe, so richtig tiefgehend in Mechanik, so ein generelles Ding, so ein grobes Gefühl. Und dann weiß ich, okay, wenn ich es dann irgendwie da habe, ich beschäftige mich tatsächlich auch ungern mit Spielen, wo die ich vielleicht in ein paar Monaten mal sehe auf dem Tisch, so super viel vorher. Es reicht ja so von wegen, dass ein Reiz da ist, den ich dann befriedigen möchte im Sinne von das Spiel zu spielen. Und das ist bei dir noch am dichtesten dran, aber von uns allen vieren bin ich, glaube ich, der am wenigsten im Vorfeld exakt auf die Mechaniken guckt, weil ich immer sowieso ein Spiel mit der gleichen Mechanik, das eine finde ich
nicht so gut. Und das andere finde ich super. Ich weiß auch nicht. Ich frag mich bitte nicht nach Konsistenz. Ja, und es gibt ja auch Leute, die lesen wirklich zur Vorbereitung, wo ich, also ich alle Anleitungen von diesen ganzen Spielen durch. Ich bin, bewundere, dass so Leute da viel Zeug, also viel Infos für sich rausholen können. Ich gehe auch wirklich wie du da so ein bisschen nach, ne? Thema ist irgendwie cool, Artwork ist cool und cool. Ich lese mir vor allen Dingen immer, wenn ich mir so ein Spiel angucke, das könnte interessant sein. Was ich dann immer mache, hier jetzt so der Geheimtrick, als erstes mal die Kommentare durchlesen. Wenn ihr da nur 10 oder 9er Ratings seht und die irgendwie alle aus einem, zwei Ländern kommen, dann weiß man schon, kann ich gleich wieder zumachen, weil das dann irgendwie Freunde vom Autor sind, Prototypenspieler. Aber ansonsten ist da oftmals schon auch relativ viel Info drin, auch gerade so ein 6er-Rating. Da denkt man erstmal, oh, ist kein gutes Spiel. Aber wir wissen auch, wenn jetzt Flo so ein Stichspiel gespielt hätte, hätte er wahrscheinlich ein 3er-Rating gemacht und würde vielleicht ein bisschen was dazu schreiben. Du glaubst, ich hätte mir die Mühe gemacht, deine Rätsel zu schreiben. Aber dann ist man vielleicht trotzdem daraus, aha, es könnte trotzdem nicht interessant sein. Also genau, gerade mittlere Zahlen sind eigentlich immer sehr gut. Genau, und da kriegt man halt schon ganz gute Infos raus. Oft steht halt nur so, irgendwie hier hole ich mir ein Essen und want to trade oder so. Aber manchmal, wenn ein paar Leute mehr dazu geschrieben haben, dann kriegt man zumindest schon mal aus ein bisschen an Text hier, ein Gefühl dafür, was das Spiel so machen will, dann weiß ich, okay, das geht in so eine Richtung, wo ich ahne, dass die mich abholen wird oder eben auch nicht. Und dann gucke ich mir teilweise vielleicht mal ein kurzes Video dazu an oder ich gucke doch mal in die Anleitung und gucke, wer ist der Autor. Ja. Es gibt ja viel, wonach man so scouten kann, so ein Spiel, was für einen sein könnte oder nicht. Und ja, gerade wenn dann solche Spiele auch wirklich angefragt werden sollen, wir sagen, hey, wir wollen eine Rezension machen, hat man sich damit in der Regel schon vorher ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Ihr habt ja auch einfach viele sehr, sehr gute Euros. Als Beispiel, also meistens sind es die Euros, die qualitativ sehr, sehr hochwertig sind. Und dann ist es ja persönliches Gusto, für was man sich dann entscheidet. Ja. Auch da manchmal wieder Thema. Ne? Wenn man jetzt so Ägypten mag, bin ich auch großer Fan von. Die Ägypten-Doku, die auf ZDF-Info kommt, habe ich, glaube ich, gesehen. Dann, Wir spielen gleich noch ein Spiel zu dem Thema. Ich habe da auch ganz Bock drauf. Dann kannst du dieses Jahr auch gut speisen. Also es gibt ja mindestens 3 größere Euros, die ein Ägypten-Thema haben. Das waren unsere 20 Highlights für die Spielemesse in Essen, wo wir uns drauf freuen. Aber es gibt noch weitere Highlights auf jeden Fall, nämlich ganz viele, die wir schon bereits auf dem Tisch hatten. Die gibt es in weiteren Videos, denn so ein Ark zum Beispiel, ne, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Und das ist auch kein schlechtes Spiel, es kam jetzt hier nicht vor, weil wir wollten euch natürlich erstmal Spiele präsentieren, die wir selbst auch noch gar nicht gespielt haben. Die wir auch noch heiß sind. Genau, es gibt ein paar Listen, hat Ben schon gesagt, ne, vielleicht sowas mit der Experten spielen. Karl wird sicherlich alle 2.500 Spiele noch irgendwie in sich nach Streams durcharbeiten, begleiten. Haltet ihn gerne dabei, dann ist er nicht ganz alleine Spaß, dabei. Oder? Also es wurde dann gegen 4 Uhr morgens, ist man dann so ein bisschen so, ich glaube, wir sollen jetzt aufhören, weil wir sagen irgendwie noch ein Wort und ich weiß nicht, ob wir über dieses Spiel gerade geredet haben oder über das da drunter. Ich habe 5 Stunden über D&D-Charaktere geredet, dann weißt du. Ja, ja, genau, richtig. Genau, das war, ja, da warst du einer von, ich glaube, also reingeschaltet waren es 500 und zu Ende geguckt 10 oder so. Ja, schreibt auch gerne natürlich unter das Video, auf welche Spiele ihr euch besonders freut und also ne, natürlich so diese ganzen Mainstream-Titel, die kennt man natürlich, aber vielleicht habt ihr auch jetzt schon den Geheimtipp, das ist tatsächlich auch mal so ein, ich werde auf das Spiel immer gefragt, und Ben, dein Geheimtipp, so alle ganz erwartungsvoll, so der Spieleblogger muss doch hier voll einen Tipp haben, da ich halt die Spiele auf dem Spiel, habe ich da immer keinen, ich frage immer selber 2-3 Leute und dann gebe ich das irgendwie wieder. Ich habe mir das schon für dieses Mal überlegt, die Frage, die man stellt ist, was hat dir denn bis jetzt am besten gefallen oder so? Ich glaube, das ist die bessere Frage, weil bei der dritten Person, das war beim letzten Mal so, fragst du nach einem Geheimtipp, sagen alle Faraway, dann ist auch kein Geheimtipp mehr, dann kannst du auch eine Frage einfach sagen, was am besten gefällt und ich glaube, die Frage kommt auch besser. Die Antwort ist ja dieselbe. Genau, aber schreibt das, wie gesagt, gerne unter das Video, dann haben wir vielleicht auch ein paar neue Spiele auf dem Radar, die wir uns angucken sollen. Ihr kennt ja auch, wenn ihr häufiger zuguckt, auch alle schon so ein bisschen unseren Geschmack, könnt vielleicht ein bisschen einordnen, wer sich vielleicht was angucken sollte. Manchmal überrascht der eine oder andere auch mit seinem Spielgeschmack. Und ja, dann, wie gesagt, schaut, also wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, gerne den Kanal abonnieren. Stand jetzt, wo das Video veröffentlicht wird, sind wir ganz, ganz kurz vor den 30.000. Ich hoffe, dass wir sie bis zum Spiel noch erreichen können. Und dementsprechend ruft eure Freunde von mir, sagt, sie sollen den Kanal abonnieren und sagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Auch nochmal Dank an Vinzenz, dass du dabei warst. Und wie gesagt, wir werden dann bald noch... das Katzenspiel anbringen. Ja, und vielleicht machen ja die beiden Katzenfans hier bald nochmal ein Katzenspezial. Wir gucken mal. Und ja, dann macht's gut, bis bald. Tschüss.